Gesetzt 3, 2, 1, let's get ready to rumble, meine Damen und Herren. Ha, sehr schön. DSBL Bereich sichern, Liga 3. No Aim versus Army of Tampa. Wir haben auch schon unser Büchlein in der Hand, um mal jetzt gleich aufzuschreiben, was denn hier gebannt wird. Und ich habe immer noch nicht mit den Admins gesprochen, jetzt wegen der Pickphase. Also wundert euch nicht, wenn ich jetzt nachher wieder rummeckern werde. Oh, da wird aber noch lange überlegt, was da rausgenommen wird. Da haben sie sich wohl nicht vorher schlau gemacht. Aber es sieht so aus, als wenn jetzt gleich die Entscheidung fallen sollte. Oh, das ist natürlich richtig gut, Termite. Weil ich sag's euch so, wie es ist, auf Grenze würde ich immer einen Heartbreacher bannen. Ne, so, dass sie keine Möglichkeit haben, von zwei Seiten anzugreifen. Oh, Blitz ist auch raus, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was denn der nächste Defense ist. Na, dann kommt schon. Was kommt denn als Defense jetzt? Was kommt als Defense? Mira, Vigil, Bandit. Na, wir lassen uns mal überraschen. Also ich tippe doch eher so, ja, Vigil. Ich wollte sagen, Mira oder Vigil. Vigil. So, was wird als letztes denn gepickt? Ja, das Ding ist aber auch immer, man muss sich immer wirklich überlegen, was kann man denn hier bannen. Wie gesagt, auf Grenze würde ich immer einen Heartbreacher als erstes bannen. Ne, so, dass man halt dann nicht von zwei Seiten irgendwie angreifen kann ordentlich. Ne, dann würde ich definitiv immer pro forma den Vigils bannen, weil wenn man dann halt als Roomer mit Vigil arbeitet, kann man ihn ganz schlecht finden halt mit der Drohne. L'Argent, oh, das ist auch nicht schlecht. So, dann haben wir das doch schon mal gehabt jetzt hier, ne? Dann haben wir den Heartbreacher, Termite, Blitz, Vigil und L'Argent. Das ist doch mal eine Konstellation, also da sagt man sich, auf jeden Fall machen diese vier Operator Sinn. So. Und ich habe auch gerade gemerkt, dass die Pyrese Majors jetzt gerade das Finale gespielt wird, also an alle Leute, die mir gerade zuschauen, super, dass ihr zuschaut. Oh, der Lord? Ah, ich wollte gerade sagen, also Rogue Agent, ich wollte jetzt gerade sagen, da will er doch nicht etwa den Lord auspacken. Ah, jetzt habe ich natürlich noch nicht gefragt, Synetik ist klar, Kalon, Proteus, Domme, Rogue Agent, Gamer Brother Real, Camillo, Classic Mellow, Trap und Recruit, ja. Ja, es ist halt immer so, als Streamer ist es immer so eine Sache halt wegen den ganzen Namen. Also seid mir nicht sauer, wenn ich da irgendwie mal künstlerische Freiheit walten lasse. Oder vielleicht auch mal ein bisschen irgendwie was abkürze, sage ich mal. Jetzt zum Beispiel bei Classic Mellow einfach nur Mellow sage. Oder bei Gamer Brother Real sage ich einfach nur Brother Real. Aber obwohl, es gibt glaube ich auch einen von, gute Frage, nächste Frage. Ich werde mir jetzt mal ein bisschen lauter machen, ich höre nämlich gar nichts. Wir können auf jeden Fall uns mal jetzt die Stats mal ganz entspannt anschauen. Ne? Da gehen wir doch einfach mal hier durch von den Jungs von No Aim. Da haben wir Gamer Brother Real. Der junge Mann ist Platin 1, Level 248, SN 14, AT 13. Lässt sich auf jeden Fall sehen. The Trap. Platin 1, Level 116, 1512. Okay, boah, das ist gut. Classic Mellow. Diamant 304, 1213, alter Schwede, mit Level 304, alter, so eine, oh, nicht schlecht. Dann haben wir Camillo, Diamant, Level 64, SN 3917. Und der last but not least, Brother Real, nee, Rekrut, da haben wir doch den Rekruten. Diamant 111, 2724, ja, das kann sich sehen lassen. Die Jungs von Army of Tampa werden wir uns nachher nochmal einverleiben. Wir sind jetzt auch hier direkt im Spielgeschehen drin, ne? Und das ist jetzt auch wieder das schön zu sehen hier gleich, dass sie jetzt von zwei Seiten angreifen werden. Oh, Rogue Agent und Synetic sind unten. Da bin ich mal gespannt. Wir gehen auch gleich mal auf Synetic drauf. Der dürfte eigentlich gleich da ein bisschen Kontakt haben. Aimt auf jeden Fall schon mal Haupteingang ab. Aber Rekrut ist jetzt auf jeden Fall mit der Drohne unterwegs. Schaut jetzt erstmal ein bisschen. Muss er aufpassen, unsere Trap hat ihn auf jeden Fall ausgedroht. Das ist schon mal richtig. Ah, das wird jetzt auf jeden Fall nicht so einfach für Synetic. Ah, gut. Also er versucht auf jeden Fall ein bisschen da erstmal für Stress zu sorgen. Weil das ist auch immer was Schönes jetzt, sage ich mal, als Rumor. Es kommt nicht immer auf die Kills an, es kommt auch darauf an, wie viel Zeit man dem Gegner kostet. Ah, der Rekrut hat ihn jetzt auch ausgedroht. Ja, Rekrut versucht er jetzt auch gleich irgendwas zu machen. Nein, er geht erstmal hoch. Oh, schönes P-Call auf jeden Fall von Classic Mellow.
Und das ist jetzt natürlich wieder diese Sache. Sie haben jetzt nur einen Hard Breacher. Und das ist natürlich für Bennett jetzt richtig angenehm. Er kann auf jeden Fall schon mal ansetzen. Aber zwei Stück sind durch. Und die sind durch. Oh, hätte jetzt Classic Melo da einfach durchgesprayt, dann hätte er auf jeden Fall den Bennett gehabt. Und somit haben sie jetzt auf jeden Fall schon mal eine kleine Schießscharte gehabt. Ah, Synetik ist auf jeden Fall Hallway. Ah, jetzt kommt natürlich der lästige Anruf von Mutti, Alter, dass jetzt das Essen fertig ist. Keine Zeit, Mama. Wir sind hier im Fight. Ah, der Call kommt auf jeden Fall, dass unten im Haupteingang einer ist. Und Proteus konnte auf jeden Fall Brother Real rausnehmen, aber The Trap ist da und eine Rogue Agent raus. Und Synetik hat auf jeden Fall den richtigen Riecher, dass hier unten einer ist. Er muss jetzt auch aufpassen, dass er nicht hinterlaufen wird. Da hat er aber nochmal Glück gehabt, dass jetzt den Hauptsitz einer hochgegangen ist. Das müsste jetzt die Ash gewesen sein. Ja, The Trap ist auf jeden Fall die Hauptsitz hochgelaufen. Muss jetzt aber aufpassen, dass jetzt nicht von unten gepusht wird. Aber Synetik hat einfach das bessere Aim und nimmt The Trap raus. Und somit haben wir jetzt nur noch 3 Angreifer gegen 4 Verteidiger, meine Damen und Herren. Sehr stark gemacht von Synetik. Ah, Classic Mellow aimt auf jeden Fall nochmal E-Stairs ab. Recruit ist noch außerhalb. Camillo könnte sich jetzt gleich die Mira holen, veraimt aber leicht, muss jetzt erstmal wieder zurückziehen und ist jetzt in Shirt geschossen. Au, das war jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich für Camillo. Da hat er jetzt überhaupt nicht aufgepasst und das Aim hat jetzt absolut nicht gepasst, aber Classic Mellow ist da und nimmt den Domme raus. Aber Synetik kommt von unten und holt Camillo raus. Sehr starker Auftritt hier auf jeden Fall von Synetik. Das macht er richtig gut. Er läuft hier hin und her und versucht auf jeden Fall immer die Leute zu holen. Und wenn ich mir das jetzt mal angucke, er hat hier schon mal 2 Kills gemacht. Muss jetzt aber aufpassen bei E-Stairs. Kalon konnte Recruit rausnehmen. Jetzt hat er übelst gefressen, der Synetik. Ist jetzt absolut One-Shot. Last Man Standing. Jetzt muss Classic Melo das richten. Aber Proteus ist da. Setzt den Heady an. Und somit gewinnt Army of Temper ihre erste Verteidigerrunde, meine Damen und Herren. Aber wir wissen alle, bei Rainbow sind die ersten beiden Runden einfach nur zum Gucken. Wie steht der Gegner? Wie läuft der Gegner? Wie tickt der Gegner? Also kann man die ersten beiden Runden, sage ich mal, ganz geschmeidig erstmal vergessen. Eieiei. Jetzt ist mir gerade die Spucke weggeblieben. Das war ja gerade richtig Arbeit für mich, Menschenskinder, Leute. Was ist hier los? Das wird hier auf jeden Fall ein richtig spannender CW, habe ich das Gefühl hier. Also No Aim möchte definitiv den Anschluss hier an Team Nemesis nicht verlieren, weil Nemesis jetzt auf dem ersten Platz ist von Brother From... bevor ich jetzt was Falsches sage, schaue ich lieber nochmal nach in meinem kleinen Büchlein. Brother From Another Mother, Team Nemesis, ja. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, ich weiß es jetzt nicht genau. Falls nicht, bitte nicht steinigen oder so, lynchen, ne? Es kommt dann auch nicht wieder vor. So, jetzt haben wir natürlich wieder diese obligatorische Pickphase, wo ich mich jedes Mal drüber aufrege. Leute, setzt auch einfach die verkackten Häkchen, dann können wir diese Pickphase einfach mal schnell beenden. Ne, ihr wollt doch die Operator eh nicht wechseln. Okay, ich nehme alles zurück. Brother Real hat jetzt auf jeden Fall erstmal gewechselt auf die Twitch. Gut, das war jetzt natürlich mal wieder hier, ich sag mal jetzt, ne, so zum Vorzeigen. Aber wir wollen uns jetzt mal gleich mal die Stats hier angucken von Army of Temper. Da schauen wir doch einfach mal. Da haben wir zum Beispiel den Proteus. Platin 2, Level 142, SN13, AT12. Synetik. Platin 1, 153, 1514. Kalon, 771. So, Platin 1, 228, 1212, okay. Der Domme, das scheint wohl der Teamleiter hier zu sein bei den Jungs. Platin 3, 153, 1212. Und last but not least, Rogue Nation. Sorry Leute, Rogue Agent. Platin 1, 145, 2115. Also alle haben so eine positive AT, also okay. Gegen die Jungs könnte ich schon mal nicht spielen, dann sehe ich wohl keinen Stich da gerade gegen die. Ne, weil ich glaube, für die Gegner würde mir das Aim fehlen. Wir schauen mal jetzt, wo denn jetzt hier gespielt wird. Das ist jetzt ein Büro, so wie es aussieht. Alle 4 Leute sind oben, alle 5 Leute. Ne, Synetik ist der Einzige, der hier, sag ich mal, Westbalkon näher ist. Domme versucht ihn jetzt zu unterstützen. Macht aber nur den Drop-Off erstmal für den Synetik, damit Synetik da unten erstmal abaimen kann, ganz entspannt. Und das ist natürlich dann wieder so eine Sache für No-Aim hier, ne. Sie sehen auf jeden Fall, dass die Leute hier alle... Ne, ganz entspannt hier drinnen sind im Bereichsnähe, also können sie erstmal ganz entspannt arbeiten und sich schön vorbereiten. Ich guck mir doch mal hier. Musste gerade mal kurz was schauen, weil ich gerade eine wichtige Nachricht erhalten habe. Entschuldigt bitte, dass ich mich gerade etwas abwesend angehört habe. Oh, Camillo hängt auf jeden Fall schon mal Eastside. Müsste aber aufpassen.
Und das ist jetzt hier auch wieder so eine Sache. Schade, dass sie jetzt natürlich kein Nate haben, kein Operator mit Nates haben, weil sonst hätten sie von hier oben schön machen können. Oh, Classic. Oh, sehr stark gemacht, Mello. Classic Mello. Classic Mello. Sehr stark gemacht. Auf jeden Fall schöner Opening Frag von dir. Da machen sie jetzt auf jeden Fall schön die Brunnenseite auf. Und das ist natürlich wieder was Schönes jetzt, ne? Jetzt haben sie erstmal die Brunnenseite aufgemacht und können jetzt erstmal richtig entspannt von Hallway aus arbeiten. Müssen jetzt aber aufpassen. Oh, Classic Mello versucht zu pushen. Hat er das Aim? Ja, oh, er konnte auf jeden Fall den Blitz, den Bandit Inshot schießen. Sehr stark gemacht von Classic Mello. Somit hat er seinen Zug hier gerissen. Oh, da veraimt er leicht. Muss jetzt aber erstmal nachladen. Und er sollte sich dabei auch zurückziehen. Camillo versucht ihn jetzt erstmal zu unterstützen. The Trap ist auf jeden Fall schon mal Inshot geschossen. Muss ja auch wieder belebt werden. Sie versuchen auf jeden Fall richtig Stress zu machen. Machen jetzt auf jeden Fall erstmal auch schön die... Oh, da müsste... Das könnte jetzt auch richtig gut werden. Rekrut sehr stark gemacht. Da hat er den Handy einen Dommer angesetzt. Aber er hat sich mitgekriegt, dass jetzt im Brunnen unten einer liegt. Ich weiß jetzt nicht, ob er das mitgekriegt hat. Und Camillo läuft rein. Aber da kann er es holen. Ja, er unterstützt seine Leute. Schön gemacht auf jeden Fall von Camillo. Konnte Rogue Agent rausnehmen. Protoss hat aber Camillo rausgenommen, den Refrag. Und Classic Mello ist Endshot geschossen, meine Damen und Herren. Noch 48 Sekunden zu spielen. Oh, da muss er jetzt aufpassen. Kann ich ihn noch holen? Protoss holt mir das Sekko, der The Trap raus. Last Man Standing. Protoss muss es richten hier. Oh, da könnte er jetzt aber... Da veraimt er. Aber mit dem Veraim setzt er noch den Handy an und konnte Gamer Brother Real rausnehmen. 1-2 Situation. Noch 30 Sekunden. Jetzt muss er sich erstmal wiederbeleben hier richtig. Jetzt holt er sich erstmal Full Life. Und da wird er ausgedroht von Mello. Da wird er ausgedroht. Da muss er jetzt aber aufpassen. Oh, das hat er nicht geschafft. Da war er zu unruhig eben gerade. Und Classic Mello konnte Protoss rausnehmen. Und somit geht die erste Angriffsrunde an die Jungs von No Aim. Ah, das sieht mir hier aus, als wenn beide Teams sich hier nicht schenken würden. Beide Teams versuchen hier immer auf Druck zu gewinnen. Also ich gehe davon mal aus, dass das hier definitiv auf jeden Fall eine Overtime geben wird auf der Map. Und das ist die Map jetzt hier gerade von No Aim. Also das haben die Jungs von No Aim rausgepickt. Ne, ich bin mal gespannt nachher auf Clubhouse. Habe ich schon lange nicht mehr gecastet, weil ist ja auch eine richtig geile Map, finde ich. Ne? Viele finden die Map Clubhouse jetzt eigentlich scheiße, weil jetzt hier durch den Umbau und... Oh, was ist das denn? Der Protoss hat den Elite-Dog. Auch nicht schlecht, okay. Ja, warum nicht, ne? Ich meine, der Dog, also so ein fetter Panzer, ne? Und dann haben sie den Elite so dünn gemacht, ne? Also das... Naja, egal. Das ist jetzt einfach mal nur so nebenbei. Wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Ach ja, stimmt ja. Bei Clubhouse. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde die Map richtig cool. Ah, Svenny, ein, zwei Runden schaust du noch und dann geht's los? Ja, kriegen wir schon. Also wie gesagt, ne, Sven, falls... versucht noch zu warten. Ne, ich weiß jetzt nicht, ob wir das jetzt Punkt 19 Uhr schaffen. Ne, also nicht böse sein, falls wir ein bisschen später starten. Ne? Und wenn nicht, dann schreib mir mal kurz über WhatsApp, falls ihr doch schon um 19 Uhr startet und ich das nicht casten kann. So, dann wollen wir doch einfach mal jetzt mal durchgehen. Was haben wir denn hier an Angreifer? Da haben wir Camillo auf der Twitch, Recruit auf dem Jackal, Classic Mello auf der Hibana, The Trap auf der IQ und last but not least, Gamer Brother Real auf der Ash, auf Seiten der Verteidiger. Da haben wir den Domme auf der Mira, Protoss auf dem Doc, Kalon auf dem Bandit, Synetic auf dem Jäger und Rogue Agent auf dem Rogue Agent auf dem Rock. Na, da wollte ich gerade Rogue Rock sagen, also, oh Mann, das ging jetzt fast in die Hose. Aber ich habe da auf jeden Fall mal die Kurve gekriegt, sag ich mal jetzt. Oh, Brother Real hat auf jeden Fall schon mal Easter seine Krone platziert. Also wird er gleich versuchen, unten beim Schalter reinzupushen, so wie es aussieht. Na, Brother Real ist auf jeden Fall da. Also er wird definitiv Schalter reinpushen und dann die Easter hochrennen. Damit sie auch gleich für Stress sorgen können. Oh, Camillo ist auf jeden Fall schon mal oben. Das ist auch gut. Und das machen sie gut. Auch wenn man sich das jetzt mal hier so in der Overview anschaut, ne? Also, Camillo ist hier unten schon E-Stairs. Brother Real macht jetzt unten erstmal schön Stress. Man hat den Job aufgemacht. Denkt er sich, dass da jetzt der Doktor irgendwo in der Ecke hängt. Versucht jetzt gleich über E-Stairs hochzupushen. Und das ist halt das, was ich auch immer meine, ne? Von mehreren Seiten angreifen und den Gegner in die Zange nehmen. Das sieht richtig gut aus hier. Wenn ich mir das hier angucke, Classic Mello ist auf jeden Fall schon mal in im Hallway. Er kriegt jetzt auf jeden Fall Unterstützung von Camillo über Pausenraum. Könnte also jetzt auch gleich sich hier den Doc holen. Aber der Doc lässt sich nicht zeigen.
Aber sie wissen nicht, wo der Doc ist. Sie wissen nicht, wo der Doc... Also der Doc könnte jetzt auf jeden Fall nochmal ein schönes Aim absetzen. Aber Proteus kriegt das nicht mit, dass da jemand drin ist. Und da wurde er Fullstun. Das ist natürlich jetzt sehr stark gewesen. Die Nate, die das ruht. Ich weiß jetzt gar nicht, wer die Nate gerade geworfen hat. Sehr starker Opening Frag von Camillo. Konnte Rogue Agent rausnehmen. Classic Mellow ist ECS. Versucht jetzt erstmal ein bisschen was abzuellen. Synetic konnte Recruit rausnehmen. Ah, Synetic ist wieder unterwegs hier als Jäger. Und das ist jetzt wieder ein bisschen gefährlich. Er kommt jetzt unten von Zoll. Wird aber abgeaimt. Könnte sich jetzt... Oh, wer hatte da jetzt gerade übelst veraimt? Ich bin der Meinung, das war jetzt gerade Classic Mellow. Ja, er hat unten bei ECS jetzt übelst veraimt. Also den Kill hätte er haben müssen auf jeden Fall. Ja, und Synetic verschiebt gleich. Und das macht er richtig gut. Setzt auf jeden Fall Blinds, aber The Trap kommt vom Middlestairs runter und setzt den Heady an. Sehr stark gemacht auf jeden Fall. Oh, Brother Rio muss jetzt ein bisschen aufpassen. Hat übelst gefressen. Und Domme ist unten mit der Mira unterwegs. Da bin ich mal gespannt. Also, die Mira ist doch, glaube ich, ein One-Speed-Operator. Aber er versucht, über East jetzt zu kommen. Und Kaelor macht den C4-Kill gegen The Trap. Sehr schön auf jeden Fall. Und somit ist die 3-3-Situation wiederhergestellt. Wobei natürlich die Angreifer Half-Life und One-Shot sind. Und wenn er jetzt genau richtig kommt... Nein, warum verrät er sich denn jetzt? Er hätte doch einfach nur von oben... Oh, das ist natürlich richtig ärgerlich. Camillo hat schon aufgepasst und bei East jetzt konnte er den Domme rausnehmen mit dem Heady. Somit haben wir jetzt nur noch zwei Verteidiger gegen zwei Angreifer. Aber Kaelor nimmt Brother Real raus und schießt den Camillo in Shirt. Das ist jetzt natürlich richtig ärgerlich. Und wird auch gleich wieder hochgepusht hier vom Doc. Schön gemacht von Classic Mellow. Konnte Proteus rausnehmen. Er muss auf jeden Fall Camillo wiederbeleben. Und er schafft es noch. Er schafft es noch. 10 Sekunden. Jetzt hängt es an Kaelor. Und sie gehen von zwei Seiten ran. Sehr stark. Camillo ist auf jeden Fall drin. Kann es auch ansagen, wo er ist. Und Classic Mellow kommt dazu und nimmt Kaelor raus. Schönes Zusammenspiel auf jeden Fall. Sehr stark gemacht von NoAim. So spielt man Rainbow, meine Damen und Herren. Genau so. So, dann schauen wir nochmal hier. Was haben wir denn hier? Einfach das. Ja, kein Problem, wird schon werden. Nice, 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 Svenny. Nice. Danke dir. Ja. Hat jetzt halt ein bisschen gedauert, sage ich mal, die Anfangsphase. Ne? Ich habe jetzt extra schon den Stream auf 35 gestellt, damit wir erst 35 starten. Aber hat halt noch ein bisschen gedauert bei den Jungs jetzt von Army of Temper. Aber ich sag mal so, ne, wenn wir halt 10 Minuten den zweiten CW jetzt starten, ist ja auch nicht so schlimm. Oder 10 Minuten später. Und meine Damen und Herren, dieser zweite CW, den ich streame, der ist auch Liga 3 Bereich sichern. Also das ist auf jeden Fall sehr interessant. Hier die Jungs von DRAG schauen gerade, wie jetzt bei NoAim und Army of Temper abgeht. Ne, weil das sind ja auch direkte Konkurrenten jetzt, sage ich mal, in der Liga. Und im Umkehrschluss wird natürlich nachher auch Army of Temper und NoAim nachschauen, was Sache ist hier bei DRAG gegen... Ach, ich habe es schon wieder vergessen. Mein Kurzzeitgedächtnis. DHAG gegen Hades. Ach. So, dann wollen wir doch einfach mal schauen, was jetzt hier bei den Angreifern wieder aussieht. Camillo ist wieder auf seiner Twitch unterwegs. Recruit hat den Jackal wieder. Classic Mellow, der mir richtig gut gefällt hier. Also, er ist wirklich ein sehr guter Support und macht immer überall die wichtigen Stellen auf seiner Hibana. The Trap auf der Ash und last but not least, Gamer Brother Real auf dem Setcher. Auf Seiten der Verteidiger, da haben wir den Domme auf dem Smoke. Proteus auf der Mira, Kaelor auf dem Bandit, Synetic auf dem Jäger und last but not least, Rogue Agent auf dem Castle. Und Waffenlager wurde gepickt, meine Damen und Herren. Da bin ich mal gespannt. Alle Leute sind noch oben, sie verteidigen auf jeden Fall klein, lassen Büro soweit offen. Versuchen halt nur bis zum Archiv zu verteidigen. Weil es gibt auch diverse Teams, sage ich mal jetzt, die jetzt hier Brunnen noch mit verstärken. Zweier Wand Richtung Hallway und hier einfach mit Mira-Fenster. So dass sie das Büro auch komplett abaimen können. Okay. Domme macht da schon mal erstmal alles auf da unten. Damit er das besser hören kann, wenn er einer anlegt. So, dann wollen wir einfach mal schauen jetzt, wie das aussieht hier. Oh, da sehe ich das schon. Classic Mellow ist auf jeden Fall schon mal vor CCTV. Jetzt wird das CCTV auch ausgedroht. Dreh- und Angelpunkt auf der Map, sage ich mal ganz ehrlich jetzt. Weil bei CCTV kann man Hallway schön abaimen und natürlich auch hier. Ganz wichtig, wenn man sich hier einfach eine Schießscharte macht, dass die Tür aufmacht. Und dann kann man die Rotate zwischen Waffenlager und Archiv auf jeden Fall unterbinden. Das wäre auch ganz wichtig.
Ah, Kalon muss jetzt hier ganz gut arbeiten. Konnte auf jeden Fall eine rausnehmen. Synetic macht den Opening Frag und nimmt Classic Mellow raus. Sehr wichtiger Frag auf jeden Fall. Sehr, sehr wichtiger Frag. Somit ist der Heartbreacher raus. Und was sieht denn meine entzündeten Augen? Was macht der Rekrut? Alter Schwede. Also das lassen wir jetzt mal einfach so im Raum stehen. Also ich gehe davon mal aus, er wollte sich jetzt hier einfach mal so, ne, mit Heartbreach einfach reinschwingen und für Stress sorgen. Aber das ging jetzt voll in die Box, meine Damen und Herren. So, Camillo ist auf jeden Fall schon mal Westbalkon. Muss ich aber langsam wieder ein bisschen verschieben, weil Proteus halt den besseren Winkel hat mit seinem Mira-Fenster. Ne, verschiebt es auch erstmal Richtung CCTV. Aber The Trap versucht jetzt erstmal von hinten Stress zu machen. Aber könnte dann auf Rogue Agent treffen. Ich weiß jetzt nicht, ob Rogue Agent das mitgekriegt hat. Doch, er kriegt ihn jetzt langsam mit. Und The Trap ist drinne. Jetzt muss The Trap aber aufpassen, weil wie gesagt, Rogue Agent ist drinne. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie ihn im Büro ausgedroht haben. Und ich glaube, sie haben ihn nicht auf dem Schirm, meine Damen und Herren. Also das könnte jetzt natürlich richtig ärgerlich werden. Und jetzt sprayt er erstmal wild um sich her und hat seine Posi verraten. Das war natürlich jetzt ein bisschen dumm von ihm. Und das war natürlich das gefundene Fressen für The Trap. Er konnte den Heady an Rogue Agent ansetzen. Sehr stark gemacht von The Trap. Da bin ich jetzt mal gespannt. Noch eine Minute zu spielen. Es sind zwar nur noch 3 Angreifer gegen 4 Verteidiger. Oh, schön, The Trap. Weiter so. Da könnte er, aber Domme ist da. Er packt einfach mal die Schrotze aus und sagt, Digga, du kommst hier nicht rein. Du nicht, mein Junge, du nicht. Sehr stark gemacht vom Domme. Und jetzt haben wir nur noch 2 Angreifer gegen 4 Verteidiger. Da bin ich mal gespannt. 38 Sekunden sind noch zu spielen. Also das wird jetzt auf jeden Fall für The Trap, sag ich schon, für No Aim nicht einfach. Sie konnten zwar noch Synetic rausnehmen, aber das reicht nicht. Der Domme ist zwar absolut One-Shot, aber trotz alledem, es sind noch 3 Verteidiger da. Und noch nur noch 22 Sekunden zu spielen. Und der Smoke kann jetzt erstmal ganz entspannt seine Ladung rausschmeißen, weil er davon noch 3 Stück hatte. Ja, sie versuchen jetzt zwar überall Blinds reinzusetzen, aber Kalon ist einfach eiskalt und setzt den Heady an und nimmt Camillo raus. Und somit haben wir jetzt Last Man Standing. Und was macht Domme? Er packt die Schrotze aus, meine Damen und Herren. Und sagt sich einfach, ich habe keinen Bock mehr auf die Runde, Alter. Du kriegst das Ding jetzt ab hier. One shot, one kill, one death. Tja. Die Smoke-Schrotze ist so übel, meine Damen und Herren. So abgefuckt übel. Und es steht wieder 2-2. Also das geht hier wirklich hin und her. Hin und her. Also ich sag's so, wie es ist. Also Grenze wird definitiv eine Overtime. Also hier kann man nicht sagen, wer Erster wird. Oder wer diese Map gewinnen wird. Wenn man sich das mir anguckt hier. Classic Mellow. Absolut geiler Spieler hier auf der Hibana mit 6 Kills. Also was er hier mal macht. Also er macht hier die Wishes rein. Ne, unterstützt auch die Teams. Alter, nimmt Kreuzfeuer auf sich und. Ne, ist natürlich MVP hier auf seinem Team hier mit 6-1. Sehr stark auf jeden Fall. Aber die Jungs von Armor of Temper brauchen sich nicht verstecken hier. Ne, Protoss hier mit seinen 5 Kills. Ne, Synetic mit seinen 4 Kills. Kalon mit seinen 4. Domme mit seinen 2. Zwei überragenden, brutalen Brecher-Kills mit der Schrotze. Und natürlich Rogue Agent. Rogue Agent ist einfach der Supporter. Er hat den Rock, er hat den Doc. Ne, also er macht einfach nur die Supportarbeit. Und hat natürlich das Problem, dass er Last Man Standing ist. Aber diese Runde eben gerade, das war jetzt natürlich ein bisschen dödelig von Rekrut hier. Also er wollte da gerade was richtig Geiles machen, aber das ging sowas von in die Buchs. Ne, das ist ja wie beim Fußball, sage ich mal jetzt, wenn er den Volley-Schuss annimmt. Ne? Ey, wenn er ihn hinkriegt, ist er König. Wenn er daneben schießt, Alter, ist er der Depp. Also Rekrut, ne? Nichts bei denken, nicht böse gemeint, no hate, no homo. Alles, Digga. Aber das Ding war gerade... Aber wir schauen einfach mal jetzt ein bisschen in der Overview. Gehen mal durch, was haben wir denn hier? Da ist der Camillo diesmal mit dem Montane unterwegs. Ne? Classic Mello hat wieder seine Hibana. The Trap ist auf der Ashe unterwegs. Gamer Brother Real auf der Ying. Da bin ich mal richtig gespannt. Und last but not least, unser Rekrut hier, unser, ist auf dem Jackal unterwegs, auf Seiten der Verteidiger. Da haben wir den Domme auf dem Castle. Protoss auf der Mira. Kalon auf dem Bandit. Synetic auf dem Jäger und last but not least Rogue Agent auf dem Echo. Und wieder hat er eine Support-Aufgabe. Wieder mal hat er eine Support-Aufgabe. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, sie versuchen auf jeden Fall unten den Bereich zu halten im Server. Und das ist das Schöne, sie sind mit 3 Leuten oben. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Man muss den Bereich hier oben definitiv halten. Weil sonst kann man hier übelst vertikales Gameplay aufbauen. Oh, der Kalon macht seine Aufgabe wieder richtig. Aber er hat es nicht ganz geschafft. Camillo konnte sich wieder so eine kleine Wischen machen. Aber Protoss ist auch noch da in dem kleinen Zimmer. Hat auch das Mira-Fenster auf jeden Fall dabei. Und The Trap ist oben schon. The Trap steht schon mal da. Und was ist das denn? Brother Real
ist unten im Schalter In-Shirt geschossen worden vom Domme. Schöner Opening-Frag und sehr stark aufgepasst vom Domme. Ne, der Trap ist auf jeden Fall oben, schon mal im Büro, hat jetzt Archiv erstmal eine Wand aufgesprengt. Camillo versucht jetzt erstmal ein bisschen viel Stress zu sorgen, macht jetzt erstmal das Ziel weg. Rekrut setzt den Handy an und nimmt Synthetik raus. Und da wird er in den Rücken geschossen. Classic Mello ist aber da und nimmt die Kalon raus. Warum wurde jetzt der Camillo in den Rücken geschossen? Das ist natürlich jetzt richtig ärgerlich. Das ist jetzt natürlich richtig ärgerlich. Aber wir haben jetzt noch Protoss. Protoss versucht jetzt auf jeden Fall mit der Sekusär-Schrotze was zu richten. Schießt auf jeden Fall jetzt erstmal die Ash in Shirt. Classic Mello haut jetzt auf jeden Fall den Camillo erstmal auf das Brett. Protoss konnte den Trap rausnehmen. Alter, was geht denn hier ab gerade? Und Classic Mello konnte endlich Protoss rausheben. Aber der Mann, ich sag's so wie es ist, Protoss hat gerade seine Aufgabe da oben richtig gut gemacht. Meine Fresse, ey. Da hat er gerade drei Leute auf sich gebunden, hat ein In-Shirt geschossen, getötet, die Ash. Hat er natürlich noch dafür gesorgt, dass Camillo da irgendjemand anders In-Shirt schießt. Und konnte noch ein... Wahnsinn. Und jetzt haben wir noch 1 Minute 4 zu spielen. Und 2 gegen 2, meine Damen und Herren. Das wird jetzt richtig interessant. Classic Mello, No Aim Recruit gegen manch den Domme und Rogue Agent. Und Domme ist unten Hauptlobby Hallway. Und das könnte jetzt richtig gefährlich werden, wenn sie ihn da jetzt nicht ausgedroht haben. Er könnte noch für das Zünglein an der Waage sein. Weil er steht außerhalb des Bereichs. Wenn sie versuchen, in den Bereich reinzukommen, könnte der Domme natürlich hinterlaufen. Oder einfach mal für Stress sorgen. Da bin ich jetzt mal richtig gespannt. Oh, da höre ich gerade die Echo-Waffe. Da höre ich die Echo-Waffe. Ah, der Rogue Agent ist immer, immer im Bereich. Also das ist wirklich die Support-Aufgabe schlechthin von ihm. Ah, da hat er leicht veraimt. Ah, gut, das Ziel war, die hat er noch nicht getrunken, meine Damen und Herren. Also da dürfen wir auch nicht böse sein. Ah, Domme steht immer noch auf jeden Fall sprungbereit. Also wenn da der Call kommt, sie sind jetzt vor der Tür. Und da kommt der Call. Jetzt bin ich mal gespannt. Sie haben ihn nicht auf den Schirm, meine Damen und Herren. Aber Classic Mello hat das Aim und setzt den Heady an. Rogue Agent konnte aber Rekrut rausnehmen. Und Mello ist eiskalt. Er weiß, wo der Rekrut. Er weiß so viel. Und ich weiß jetzt gerade den Namen jetzt nicht von Rogue Agent. Aber Rogue Agent hat auf jeden Fall jetzt... Er aimt falsch ab, meine Damen und Herren. Und Classic Mello hat noch Zeit. Er kann jetzt in Ruhe durchladen. Hat noch eine Stand Grenade. Oh, da... Wollte ich gerade sagen, da läuft er doch in die Arme von Rogue Agent. Da hatte Rogue Agent auf jeden Fall gerade den besseren Riecher gehabt. Sehr stark gemacht von Rogue Agent. Und damit wird er auch belohnt mit einem Kill und mit einem sehr wichtigen Kill. Er hat die 1-1-Situation gerade geklärt für Army of Temper. Sehr stark gemacht von Rogue. Und somit geht Army of Temper wieder mal in Führung. Aber meine Damen und Herren, jetzt ist erstmal Seitenwechsel. Jetzt geht es los. Jetzt kann No Aim erstmal zeigen, was sie in der Def gelernt haben. Und jetzt muss Army of Temper zeigen, was sie im Angriff gelernt haben. Und das geht hier immer hin und her, hin und her. Ich bin mir jetzt richtig gespannt, wie Army of Temper jetzt spielen wird in der Verteidigung. Im Angriff. Und wir schauen einfach mal kurz, was geht denn hier ab im Stream. Kann man mal so machen. Ich habe dir ein Bier ausgegeben, Rekrut. Jetzt will ich aber auch was sehen dafür. Oha, 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 oha. Hier geht's los. Hier, da haben sich schon Leute in Real Life getroffen. Haben auch schon ein Bierchen getrunken. Jetzt muss Rekrut ja natürlich mal zeigen, was Sache ist. Dann schreibt hier unser Real Slime. Was ist deine Meinung zu Clash? Was? Was ist Clash, Real Slime? Meinst du jetzt Clash of Clans oder was? Also, ne, wie gesagt, schreib mal nochmal rein, was du mit Clash meinst, mein Junge. Wir schauen uns aber mal die Angreifer an. Was haben wir denn jetzt hier? Da haben wir den Domme auf der Twitch. Protoss auf der Hibana, Kalon auf der Ash, Zenetic auf der Doggaby und Rogue Agent auf dem Jekyll. Auf Seiten der Verteidiger, Camillo auf der Echo, Rekrut auf dem Jäger, Classic Mello auf dem Bandit, The Trap auf dem Dog. Und Gamer Brother Real auf der Mira. Jetzt wird oben erstmal verteidigt, Waffenlager. Und sie verteidigen groß, meine Damen und Herren. Sie nehmen den Brunnen auf jeden Fall mit. 10 Sekunden übrig. Und das ist halt dann aber dieses große Verteidigen, halt den Gegner nicht die Möglichkeit geben, hier sich einfach breit zu machen. Und das ist auch ganz, ganz, ganz gut, wenn man jetzt hier, sage ich mal, die Dreierwand hier aufschließen tut. Ne, dann kann man nämlich, wenn man hier oben drauf steht... Auf den Spinden hier beim Archiv, auf den Schrank beim Archiv, kann man Easters abaimen, meine Damen und Herren, wenn hier aufgeschossen ist. Ja, klingt komisch, aber ist wirklich so. Wenn man hier oben drauf steht und hier aufgeschossen ist, kann man Easters abaimen und das ist richtig räudig. So, Camillo steht auf jeden Fall Archiv. Rekrut steht im Büro. Also, wenn jetzt hier oben einer eine Handgranate reinschmeißt, ist der Rekrut im Eimer.
Domme droht auf jeden Fall schon mal aus. Classic Mellow ist auf jeden Fall in Room. Brother Real auch. Und The Trap ist auf jeden Fall auch okay. Kaylon macht da unten erstmal richtig Stress. Ja. Und sie haben sich erstmal eine Vision geschaffen hier. Jetzt können sie auch mal ganz entspannt von oben durchaimen. Und sehr stark gemacht von Classic Mellow. Konnte Synetic rausnehmen. Schön aufgepasst auf jeden Fall. Und das ist natürlich richtig gut jetzt hier. Wenn man das sich hier anschaut, ne? Mit dem Bandit läuft er hier einfach mal eiskalt durch die Gegend. Ne, der Bandit hat eigentlich die Aufgabe, da oben die Zweierwand ein bisschen zu schützen, da bei Westbalkon. Aber die Jungs von No Aim sagen sich einfach mal, nö, kein Bock. Ne, und da verschiebt er jetzt erstmal. Oh, jetzt wurde er erstmal vom Jackal getrackt. Jetzt muss er aufpassen. Das ist natürlich jetzt richtig ärgerlich. Ne, oh, Jackal kann jetzt auch erstmal gerade nichts machen, weil er gerade jetzt hier von der Echo-Drohne geärgert wird. Rekrut ist immer noch im Büro. Und Classic Mellow wartet einfach. Er wartet eiskalt. Aber Kaylon lässt sich davon nicht beeindrucken, meine Damen und Herren. Er setzt einfach mal den Heady an und nimmt mal die Ash nimmt mal den Classic Mellow raus. Sehr starkes, brutales Aim vom Kaylon. Und somit haben wir jetzt die 4-4-Situation wieder ganz geschmeidig ausgeglichen. Noch 1 Minute 10 zu spielen. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt abgehen wird. Ne, Protoss muss ein bisschen aufpassen. Er hat noch eine Hibana Charges. Könnte also an sich... Nein, nee, ich glaube, er könnte nicht. Also das sieht ein bisschen sehr ungünstig aus, was er sich da versucht hat aufzumachen. Na, also da wird er jetzt einfach nicht so durchpushen können. Da muss er jetzt ein bisschen aufpassen. Was macht er denn da? Oh, er lässt sich erstmal ganz geschmeidig Zeit. Na, das wird nicht funktionieren, was du jetzt vorhast. Und das ist jetzt natürlich wieder so eine Sache. Da haben sie sich jetzt zwar, ich sag mal, ein bisschen wishen gemacht. Können jetzt natürlich in den Bereich reingucken, aber nicht reinpushen. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Also müssen sie über die Türen kommen. Und Brother Real nimmt den Domme raus. Schön aufgepasst auf jeden Fall. Protoss aimt ab. Er wartet auf die Mira, bis die Mira sich einfach mal ein bisschen zeigen tut. Ah, The Trap konnte Kaylon rausnehmen. Oh, da muss Protoss ein bisschen aufpassen. Setzt noch Blinds erstmal. Aber da hat er auch selber gefressen. Ist jetzt fast nur Half-Life noch. Aber nur noch 10 Sekunden zu spielen. Und das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen ärgerlich für die Jungs von Army of Temper. Und da versucht er doch ein bisschen zu pushen, aber Brother Real lässt sich davon nicht beeindrucken und nimmt Protoss raus. Und somit haben wir jetzt Last Man Standing, meine Damen und Herren. Aber er hat keine Möglichkeiten, irgendwie mehr reinzukommen, weil die Zeit einfach brutal abläuft. Sehr schöne verteidigende Runde von den Jungs von No Aim. Und wenn das so weitergeht und Army of Temper ihr Zeitmanagement nicht im Auge hat, dann sehe ich gerade so ein bisschen schlecht für die Jungs. Weil das hat hier alles ein bisschen zu lange gedauert, ne, der ganze Aufbau. Und dann natürlich, sage ich mal jetzt, die Banner konnte eigentlich Westbalkon konnte nicht pushen. Weil sie hat irgendwie Westbalkon, ich sag mal so links und rechts und irgendwie was aufgemacht. Es ist zwar ganz interessant gewesen halt zum Gucken, aber zum Durchrennen ist es absolut, ja, was soll man dazu sagen? Wir lassen das jetzt einfach mal so im Raum stehen und dann gucken wir einfach weiter. Wir gucken mal, was steht denn da? Clash heißt der neue Death Operator. Ach, ihr meint dieses komische Retortenbaby zwischen Montaigne und Twitch oder was? Ja. Ne, ich sag mal, Tesla lässt grüßen. Also das wird ja also... Ne? Also ich sag's euch ganz ehrlich, wenn hier irgendwann bei Rainbow Jetpacks anfangen, Alter, eingesetzt zu werden bei den Operatoren, ne? Dann kriege ich aber einen Kotzreiz, ne? Also, ich meine, was ist denn da schon, Alter? Ein Schild-Operator, der auch noch Tesla, also wie soll ich die jetzt nennen hier? Tesla-Strahlen? Ja, ich sag's einfach mal. So eine Tesla, so eine Stromstrahlen schießen kann, ne? Also, ey, ich bitte euch, Menschenskinder, ne? Also, es reicht doch schon, wenn man den Blitz hat, ne? Ich sag mal, ihr müsst euch ja jetzt mal diese brutalste Kombi vorstellen, ne? Ich sag mal, der Clash, ne? Dennoch der Montaigne, dennoch der Blitz und dennoch der Fuse. Alter, das... Nee, also wie gesagt, da können wir mal irgendwann mal so einen Stream machen oder so mal direkt darüber unterhalten, weil sonst fange ich jetzt hier noch an, irgendwie ganz brutal zu reden darüber. Aber wir wollen jetzt hier erstmal den CW sehen, meine Damen und Herren. Büro wird erstmal gepickt. Und da bin ich mal gespannt, wie sie das jetzt hier auf jeden Fall spielen werden. Ah, Brother Real ist... wir können ja auch mal gucken jetzt hier, wie es aussieht bei den Angreifern. Da haben wir den Domme diesmal wieder auf der Twitch. Protoss auf der Hibana. Kaylon wieder auf der Ash, Rogue Agent auf dem Jackal und die Doggy wird gespielt von Synetic, meine Damen und Herren. Auf Seiten der Angreifer. Carmelo wieder mit der Ego. Recruit auf dem Jäger. Oh, Moment. Ah, okay, er macht sich da bloß erstmal ein bisschen auf. Ich dachte jetzt, er will rausrennen. Ah, er guckt einfach. Ja, er will nicht rausrennen. Nein, er will nicht rausrennen. Oh, das könnte jetzt richtig übel werden.
Da sieht er den ersten, muss jetzt aber leicht verschieben, weil er da veraimt hat. Und da sind gerade drei Leute. Classic Bello konnte Kellon rausnehmen. Sehr starker Opening Frag auf jeden Fall. Dommel hat jetzt den Rekrut ausgedroht. Proteus konnte Classic Mello rausnehmen, also der Refrag ist da, 4-4-Situation wird jetzt gehalten. Jetzt ist auf jeden Fall Camillo auch da mit der Echo-Drohne, unterstützt jetzt den Rekrut. Das ist natürlich schönes Zusammenarbeiten. Das ist natürlich jetzt auch richtig angenehmer für den Rekrut, weil er jetzt auch nicht gucken muss, was jetzt Sache ist. Brother Real ist jetzt Hauptflug, muss jetzt aufpassen, dass er von oben da nicht angehittet wird. Hat jetzt auch übelst gefressen, ist jetzt fast nur noch Half-Life. Und The Trap, Alter, The Trap ist auf jeden Fall in-Room und versucht da irgendwie was zu machen. Und jetzt kommt wieder der Anruf von Mutti, Alter, dass die Spaghetti kalt werden. So, meine Katzen machen hier gerade irgendwie so einen brutalen Kampf. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Das hätte ich jetzt nicht machen dürfen. Sorry, meine Damen und Herren, für die kurze Unterbrechung. So, Rekrut ist immer noch da, wird immer noch von Camillo geschützt. Also das ist hier wirklich schönes Zusammenarbeiten. Aber Rekrut muss jetzt langsam gucken. Oh nee, das könnte jetzt nicht. Nee, ich wollte gerade sagen. Jetzt müsste der Call kommen, dass sie CCTV sind. Und Proteus Counter the Trap rausnehmen. Sehr stark gemacht. Und Domme hat da unten auf jeden Fall die Valkyrie. Er hat die Valkyrie da unten auf jeden Fall im Blick. Und wenn die Valkyrie nicht aufpasst, kriegt sie den Heady ab. Lass mich doch ausreden, Domme. Lass mich doch einfach mal ausreden, Mensch. Und somit haben wir die 2-2-Situation wiederhergestellt. Die 2-3-Situation. Aber man muss dazu sagen, Hibana ist absolut One-Shot. Ist jetzt natürlich noch von der Echo-Drohne ein bisschen geflasht. Und noch 1 Minute 8 zu spielen. Zenitik versucht jetzt erstmal ein bisschen zu helfen. Konnte auf jeden Fall die Valkyrie Cam erstmal kaputt machen, was auch sehr wichtig ist. Oh, jetzt guckt er einfach. Domme versucht jetzt die Echo-Drohne zu holen. Und das ist ein Zusammenspiel hier, das glaubt man ja gar nicht, ne, was die Echo und der Jäger jetzt machen hier gerade. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also das muss jetzt auf jeden Fall laufen hier. Der Call kommt auf jeden Fall, dass sie Hallway sind. Der Call kommt, dass sie Hallway sind. Und das sieht gut aus hier. Sie spielen auch sehr stark über Kreuz. Angreifer haben den Biogefahrgutbehälter gefunden. Ah, Rekrut passt jetzt auf, dass jetzt keiner übers Archiv kommt. Wird von Synetik ausgedroht. Und jetzt geht die Dreierwand auf. Ah, das sieht gut aus. Noch 17 Sekunden zu spielen. Jetzt kommt natürlich noch so ein scheiß Anruf. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Sehr stark gemacht von Camillo, konnte auf jeden Fall um die Ecke pushen, konnte Proteus in Heady ansetzen. Und jetzt ist die 2-Situation wiederhergestellt. Macht jetzt erstmal auf jeden Fall ein bisschen Stress am Fenster. Muss jetzt aufpassen. Eigentlich muss jetzt... Nein, was macht denn Rekrut? Domme gewinnt auf jeden Fall Rekrut. Jetzt haben wir Last Man Standing. Jetzt muss es der Camillo richten, wollte ich sagen. Aber Synetik ist da und macht den Heady und macht die Runde ein Ende. Sehr stark gemacht auf jeden Fall von Army of Temper. Und somit geht Army of Temper wieder in Führung, meine Damen und Herren. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob sie diese Runde jetzt auch für sich entscheiden werden. Weil wenn sie jetzt diese Runde gewinnen sollten, sind sie im Matchball. Und dann können sie natürlich auch die erste Map für sich entscheiden. Aber wir wollen hier noch nicht zu früh loben. Wir wollen hier noch keine Prognosen erstellen. Ne? Weil zurzeit geht das ja wirklich immer so hin und her. Ne? An sich müsste jetzt eigentlich wieder No-Aim gewinnen, damit jetzt wieder der Gleichstand hergestellt ist. Da bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt kommt natürlich erstmal wieder diese obligatorische 25 Sekunden Pickphase. Ah, Rogue Agent wechselt schon mal von Jekyll auf Lion, okay. Aber wenn wir uns jetzt mal hier angucken, hier Classic Mello, der absolute Top-Fragger, also von beiden Teams der absolute Top-Fragger. Ne, hat hier mit seinen 11 Kills, also der macht hier wirklich richtig Arbeit. Ne, Rekrut ist auf jeden Fall der Support schlechthin mit seinen 2 Kills auf dem 2. Platz. Ne, The Trap mit 4 Kills, Camillo mit 4 und Brother Real mit 4. Also es ist ausgeglichen, sage ich mal, so ab dem 2. Platz ist es ausgeglichen bei No Aim. Ne, aber die Jungs von Army of Temper brauchen sich nicht verstecken. Sie sehen auch gut aus. Protoss hier mit seinen 8 Kills, ne, Synetic mit 5, Domme mit 5, Kalon mit 5 und Rogue Agent, der Supporter bei dem Team, ist mit 2 Kills auf jeden Fall auch am Schlüssel. Wir gehen jetzt auch mal ganz kurz schnell noch die Angreifer durch. Da haben wir Domme wieder auf der Twitch. Proteus wieder auf seiner Hibana. Kalon auf der Ashe. Rogue Agent auf dem Lion. Und Synetic wieder auf der Doggerby. Auf Seiten der Verteidiger. Camillo hat wieder den Echo. Recruit ist wieder auf dem Jäger unterwegs. Classic Mello auf dem Bandit. The Trap hat den Doc diesmal am Start. Und Brother Real ist auch wieder mit der Mira unterwegs. Ah, diesmal hat The Trap auf jeden Fall Supportaufgabe. Ne, damit sie hier irgendwie mal ein bisschen mehr Leben kriegen.
nehmen wieder Büro, weil sie jetzt, glaube ich, wissen, wie Army of Tempa angreifen wird. Und wenn Army of Tempa den gleichen Angriff wieder, ich sag mal, einsetzt, haben sie schlechte Karten, weil No Aim jetzt weiß, worauf sie achten müssen. Und deswegen geht das auch immer hin und her. Ne, Rogue Agent ist auf jeden Fall schon mal da, schießt da auch das Fenster auf. Aber das wird erstmal nichts bringen. Ne, Protoss versucht auf jeden Fall hier bei Westbalkon Stress zu machen. Und sie wollen Classic Mellow auf jeden Fall rausnehmen. Sie wollen Classic Mellow rausnehmen. Sie wissen, wo Classic Mellow ist. Kaelon aimt auf jeden Fall schon mal Pausenraum ab. Könnte eigentlich... Nee. Hat er ihn nicht mehr gesehen. Er versucht da jetzt irgendwie reinzukommen. Also wie gesagt, Kaelon, wenn du das möchtest, dann musst du halt rennen und X drücken, damit du durch die Tür brechst. Nur das als kleiner Hinweis von mir. Aber warum Protoss gerade so übelst abgefressen hat? Er ist jetzt fast viertel live nur noch. Sucht jetzt erstmal die Echo-Drohne. Und da haben sie die erste Echo-Drohne. Das ist natürlich schon mal die halbe Arbeit. Oh, da kommt das C4. Sehr, sehr stark gemacht von Gamer Brother Real. Einfach rotzfrech ans Archivfenster. Zack, C4 nach hinten geworfen. Und Ende im Gelände. Somit ist Lion raus. Schöner Opening Frag auf jeden Fall gewesen. Ah, das sieht diesmal richtig gut aus. Und das ist halt natürlich die Sache auch von No Aim, was richtig stark ist von den Jungs. Sie wissen oder sie stellen sich darauf ein, wie der Gegner angreift. Und wenn der Gegner die gleiche Angriffsstrategie nochmal macht, ne, können sie sich darauf richtig gut einstellen und gewinnen meistens auch die Verteidigung. Protoss ist jetzt auf jeden Fall schon mal Horror Ray. Könnte auf jeden Fall jetzt gleich für Stress sorgen, falls jemand noch hinten im Waffenlager ist. Oh, da muss er jetzt aufpassen. Da kam gerade einer. Da hat er aber richtig Glück gehabt. Also, ich weiß jetzt nicht, wer von beiden mehr Glück hatte. Sehr stark gemacht von The Trap. Konnte Domme rausnehmen. Synetic hatte Camillo rausgenommen. Rekrut hat auf jeden Fall Protoss rausgenommen. Das geht hier Schlag auf Schlag, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt noch 4 Verteidiger gegen 2 Angreifer. Oh, da müssen wir aufpassen. Da hat er leicht veraimt, der Rekrut. Sehr stark, was der Rekrut gerade hier macht. Muss jetzt aber erstmal ins Telefon gehen. Und das ist natürlich jetzt für Synetic richtig gut. Kann jetzt nochmal ganz entspannt ausdrohen. Noch 30 Sekunden. Ash ist auf jeden Fall auch da. Muss jetzt aber aufpassen wegen der Mira, weil Mira jetzt gerade in einem Winkel ist. Und da spielen sie jetzt gerade schön über Kreuz. Und die Mira läuft einfach wieder zurück zum Fenster. Eiskalt, Mensch, jetzt Kinder. Und Kaelon weiß, dass die Mira ist, der Bandit. Kann sich die Bandit nicht mehr holen. Camillo hat das, Classic Mellow hat das bessere Aim und konnte Kaelon rausnehmen. Und jetzt versucht Doggy wieder irgendwie was noch in den 6 Sekunden zu machen. Kann zwar noch Mellow rausnehmen, aber Brother Real holt sich den Refrag. Und somit, meine Damen und Herren, steht es wieder 4-4. Hallo, Caster. Ach, Clash ist Verteidigerin. Oh. Ah, okay. Wie hieß denn der komische Schildtyp da? Na, Clash ist Verteidigerin, okay. Also so genau, also wie gesagt, ich habe jetzt bloß den Typen da mit seinem komischen Schild gesehen. Ne, die Verteidigung habe ich noch gar nicht gesehen, die Operator. Ne? Also ich dachte, ihr redet jetzt von den Angreifer. AOT Pizza. Der neue Operator für die nächste Season, Schildverteidiger. Ach, der Schildträger ist ein Verteidiger? Hä? Okay. Also wie gesagt, ich habe bloß dieses eine Video gesehen von diesem Schildträger, der sein Schild ausfährt und mit diesen komischen, ich sag mal jetzt Stromstrahlen, ne, der irgendwie so viel Stress sorgen kann. Aber okay, gut. Na, als Verteidiger so ein Schild? Ja, na gut, dann lassen wir uns mal überraschen. Ich weiß jetzt gar nicht, wann das nächste Patch kommen wird. Aber ich glaube, das dauert doch ein bisschen, ne, soweit ich weiß. Die Angreifer müssen den Biogefahr gut behalten. So, dann schauen wir doch einfach mal, wie sieht es denn hier bei den Angreifern wieder aus. Da haben wir wieder Domme auf der Twitch. Protoss auf der Hibana, Kaelon auf der Ashe, Synetic auf der Doggy Bee und last but not least, Rogue Agent offline. Auf Seiten der Verteidiger, Camillo ist wieder auf der Echo da drin. Rekrut ist auf dem Jäger, Classic Mellow, der hier das Spiel seines Lebens gerade macht, auf dem Bandit. The Trap wieder auf dem Dock und Brother Real auf der Mira, meine Damen und Herren. Wir gehen nochmal in die Overview, schauen uns das von oben nochmal ein bisschen an, wie sie hier gerade die Verteidigung aufbauen. Und sie verteidigen auf jeden Fall wieder groß. Und wenn sie natürlich richtig gut aufgepasst haben, sage ich mal, dann wissen sie, wie jetzt angegriffen wird.
Weil den Spot hier oben haben sie schon mal verteidigt und gewonnen. Ne, wir gucken einfach mal, wie es jetzt aussieht hier bei den Angreifern. Sie greifen diesmal zu viert vom Westen aus an. Oh, Classic Mellow ist auf jeden Fall mit dem Bandit unterwegs. Und das ist natürlich, ich sag mal, eine Sache, die man auch sehr selten sieht, ne? Dass der Bandit als Rumor unterwegs ist, obwohl man hier oben eigentlich mit Bandit verteidigen müsste. Ne, jetzt suchen sie suchen auf jeden Fall unten den Bandit, weil Classic Mellow hat vorhin auf jeden Fall in der Verteidigung da unten auch jemanden schon geholt gehabt. Ne, Ash ist jetzt drinne. Macht jetzt auch ein bisschen Stress, versucht er auf jeden Fall die nicht vorhandenen Bandit-Ladungen dazu rauszuholen. Aber das ist halt diese Sache, Bandit ist unten. Rekrut steht auf jeden Fall East, yes. Also sie versuchen auf jeden Fall den Push hinten zu verteidigen. Okay. Synetics da steht, da. Proteus macht auf jeden Fall auf, also er kann ganz entspannt aufmachen, weil Bandit natürlich nicht da ist. Und so wie es aussieht, versuchen sie auch gar nicht von unten irgendwie Stress zu machen. Sie gehen gleich oben rein. Synetic ist auf jeden Fall schon mal CCTV drinne. Und Classic Mellow holt sich einfach mal den Kalon. Sehr starker Opening Frag auf jeden Fall von Classic Mellow. Und Rekrut steht auch noch da. Unterstützt natürlich noch Mellow hinten, dass er nicht in den Rücken gefallen wird. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen gerade richtig ärgerlich, dass sie gar nicht aufpassen. Synetic wird da auf jeden Fall geärgert von Echo Drohne. Muss jetzt aber auch erstmal wieder verschieben. Und noch 1,30 zu spielen. 5 Verteidiger gegen 4 Angreifer, meine Damen und Herren. Domme ist oben schon easiest drinne. Aimt aber auf jeden Fall erstmal ab, weil Rekrut da unten steht. Er weiß, dass Rekrut da unten steht. Aber Rekrut lässt sich davon nicht beeindrucken. Und wir gehen einfach mal rein. Rekrut weiß, dass er da oben ist. Er weiß es. Mellow ist Hallway, meine Damen und Herren. Also kann noch richtig viel Stress sorgen. Kriegt jetzt irgendwie den Call, dass da draußen einer steht. Und er holt ihn sich einfach sehr stark gemacht von Classic Mellow, konnte Domme rausholen. Aber im gleichen Atemzug ist Synetic da und macht den Refrag und nimmt Mellow raus. Und somit haben wir eine 4-3-Situation. Oh, schön gemacht vom Rekrut. Da hat er einfach mal eiskalt abgeaimt und den Heady angesetzt und Synetic rausgenommen. Und somit haben wir jetzt nur noch 2 Angreifer. In der Zeit, wo ich das sage, haben wir jetzt nur noch 1 Angreifer. Brother Real konnte Proteus rausnehmen. Last Man Standing auf Seiten von Army of Temba. Rogue Agent muss es jetzt richten. Noch 37 Sekunden zu spielen. Und er verhängt sich gerade da irgendwie oder verheddert sich gerade. Er weiß jetzt gerade nicht, was er da machen soll. Läuft hier gerade so ein bisschen hin und her. Aimt jetzt natürlich die Fenster ab, falls da irgendjemand rauspushen wird. Aber No Aim ist nicht so doof, dass sie jetzt versuchen, den letzten da rauszupushen. Sie spielen auf Def, sie spielen auf Zeit. Sie denken sich, Alter, komm du mal rein hier. Ne? Alles andere ist uns egal. Du kommst rein, wir kommen nicht zu dir. Du willst was von uns. Und Rogue Agent geht jetzt langsam los, aber das ist zu spät, jetzt nur noch 8 Sekunden. Also er kann nichts mehr machen, er hat noch 4 Leute vor sich, er sitzt zwar blind, aber in Middle Stairs. Wird jetzt natürlich noch hinterlaufen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Und die Verteidiger gewinnen die Runde und somit geht No Aim das erste Mal in Führung wieder. Oder dieses Mal wieder in Führung. Und sie haben jetzt die Möglichkeit, dieses Match zu gewinnen, weil sie jetzt ihren ersten Matchball haben. Und da ist jetzt natürlich bei Army of Temper so bisschen Stress angesagt. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie Army of Temper das macht. Ob sie den Matchball jetzt noch abwehren können oder nicht. Was jetzt natürlich ein bisschen schwer ist. Weil gerade eben ist das Zeitmanagement wirklich... Also das hat überhaupt nicht hingehauen. Sie haben sich wirklich zu viel Zeit gelassen. Und das ist natürlich bei Rainbow halt sehr, sehr tödlich, ne? Wenn man sich zu viel Zeit lässt im Angriff. An sich muss man wirklich sagen, also wenn man, ich sag mal, noch ganz entspannt spielen will, muss man bei 1,30 schon die Rumor geholt haben und schon vorm Bereich stehen und für Stress sorgen. So, Cash. Erzähle ich dir gleich hier. Alles klar, Svenja, alles klar. So, dann gucken wir doch mal hier, was hier abgeht. Ach, immer diese Pickphase. So, wenn jetzt natürlich noch Domme, Proteus, Trap noch ihre Häkchen setzen würden, würde das auch noch schneller gehen. Ja, danke Jungs, danke, danke, danke. Kriegt jetzt No Aim, den Matchball durch oder kann Army of Temper in die Overtime sich retten? Wir schauen uns einfach mal die Angreifer an. Da haben wir den Domme diesmal auf dem Bug. Proteus wieder auf seiner Hibana. Kalon ist wieder auf der Ash unterwegs. Synetic auf der Doggaby. Und Rogue Agent auf dem Line. Auf Seiten der Verteidiger. Camillo, also der macht hier auch gerade also echt starkes Spiel mit der Echo. Eine Rekrut auf dem Jäger. Classic Mellow, ich sage ja, das Spiel seines Lebens. Hat schon jetzt 14 Kills. Ne, ist wieder auf dem Bandit unterwegs. The Trap auf dem Castle. Und Brother Real hat diesmal den Puls ausgepackt.
Oh, das wird jetzt richtig. Das wird jetzt brutal, sage ich mal ganz ehrlich. Das wird brutal. Oh, die Drops werden diesmal verstärkt. Okay. Also sie wollen jetzt auf Nummer sicher gehen. Werden oben mitverteidigen, aber sie machen die Drops zu. Das ist natürlich jetzt von Nachteil, wenn jetzt die Jungs unten pushen. Aber so wie es aussieht, bleibt der Rekrut alleine oben. Wenn mich nicht alles täuscht. Classic Mello versucht da den Push. Er macht den Push und macht den Spawn-Kill. Und nimmt Synetic raus. Wie rotzfrech ist das denn? Und das habe ich gerade erst im letzten Augenblick gesehen. Domme versucht da zwar noch irgendwie was zu holen. Und kann den Heady ansetzen und macht den Refrag. Sehr stark gemacht vom Domme. Schön aufgepasst auf jeden Fall. Aber wie frech war denn das gerade von Classic Mello? Meine Herren, ey. Da rennt er einfach Easters raus und holt sich einfach mal die Doggy-Bee. Aber Domme hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Ging ans Fenster und hat Hallway abgeaimt und hat sich einfach mal den Bandit geholt. Sehr stark gemacht. Camillo hat auf jeden Fall seine Echo-Drohne schon mal CCTV platziert. Aber das hat der Domme mitgekriegt. Aber er hat gerade nicht mitgekriegt, dass jetzt im Hallway gerade der Jäger steht. Aber jetzt müsste er es mitgekriegt haben. Noch 1,58 zu spielen. Rekrut steht oben, auf jeden Fall nochmal Waffenlager. Wird jetzt auch ausgedrohnt. Und Camillo versucht auf jeden Fall mit der Echo-Drohne den Rekruten ein bisschen zu schützen. Aber die erste Echo-Drohne ist natürlich erstmal down gegangen. Oh, mieses Peacall von Proteus Richtung Easters. Kann auf jeden Fall sehr entspannt Easters abaimen. Brauche also keine Angst haben, dass da keiner in der läuft. Proteus hat auf jeden Fall... Oh, hat er sie gerade gesehen? Er hat sie gerade gesehen. Ne, Kaelon droht erstmal ganz entspannt aus. Es ist ja noch 1,26 zu spielen. Also sie wollen auf jeden Fall den Rekrut oben raus haben. Sie wollen ihn raus haben. Jetzt hat Kaelon ihn gesehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Sie versuchen auf jeden Fall erstmal zu pushen über Waffenlager. Aber Rekrut hat das bessere Aims. Ah, nein, er veraimt. Hat er sogar noch eine Kugel gefressen. Er ist jetzt nur noch Half-Life. Brother Real hat auf jeden Fall den C4 angesetzt gegen Kaelon. Und Rogue Agent ist da und nimmt den Trap raus. Und wir haben wieder die 3-3-Situation. 1-3 noch zu spielen. Aber Rekrut ist immer noch oben. Die Drops sind verstärkt. Also das sieht richtig gut aus jetzt für No Aim. Es könnte sein, dass sie ihr Matchball durchkriegen, meine Damen und Herren. Lion haut jetzt natürlich seine Verstärkung raus. Seine Fähigkeit raus. Aber sie bewegen sich nicht. Sie bleiben eiskalt stehen. Ah, Domme hat jetzt gerade wieder von der Echo-Drohne was abgekriegt. Springt jetzt runter. Muss sie erstmal wiederbeleben lassen. Rogue Agent geht jetzt erstmal rein im Waffenlager. Versucht jetzt abzuaimen, weil sie müssen den Jäger da oben rauskriegen. Aber der Rekrut steht einfach eiskalt im Büro. Aimt Richtung Archiv ab. Er wartet einfach. Ah, Rogue Agent. Und das dauert hier wieder zu lange bei Army of Temper. Das dauert extremst lange. Nur noch 20 Sekunden zu spielen. Die Drops sind noch zu. Der Rekrut mit seinem Jäger steht oben noch. Camillo kann mit der Echo-Drohne noch richtig abfacken. Ne? Ah, jetzt der Rekrut geht los. Aber hat jetzt die Stun gefressen. Ah, Rogue Agent wurde jetzt gerade wieder. Aber Brother Real ist da und nimmt Protoss raus. Rogue Agent springt runter. Camillo ist da und nimmt den Domme raus. Und Brother Real ist da und nimmt Rogue Agent raus. Und somit gewinnen die Jungs von No Aim die Map-Grenze, meine Damen und Herren. Sehr starkes Spiel von beiden Teams. 6-4, aber für No Aim. Sehr, sehr starkes Spiel. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt noch eine kleine Pause haben wollen. Oder auch nicht, ob sie gleich durchstarten wollen. Aber ich muss definitiv kurz was trinken, weil meine Stimme geht hier langsam den Berg runter. Sehr stark auf jeden Fall, das Spiel seines Lebens gerade von Classic Mello. 15 Kills, aber Brother Real braucht sich nicht verstecken, er hat 10 Kills gemacht. Aber wenn ich mir das anschaue hier bei Protoss und Synetic, 8 Kills, ne Domme mit 6 Kills, Kaelon mit 5, ne selbst Rogue Agent der Support, Alter, mit 3 Kills. Aber ich halte jetzt meine Fresse und gehe mal kurz rein und frage mal die Jungs, ob sie was machen oder ob sie eine kurze Pinkelpause machen wollen. So. Gutes Spiel, Leute. Ja, gutes Spiel. Brutal. Wechseln, ne? Ey, ihr müsst nicht wechseln. Nicht? Nein, ich kann es einstellen, dass jetzt Orange angreift. Ja. Okay. Ah, perfekt. Ne, dann brauchen wir hier nicht das ganze, Ich will gerade mal kurz eine Minute noch auf Toilette. Ja, wie gesagt, wollte ich gerade fragen, wollt ihr noch mal 5 Minuten Raucherpause, Trinkerpause und hast du nicht gesehen Pause? Ja, dann würde ich mal sagen... Ne, ich stelle mal kurz die Zeit hier auf 5 Minuten. So, meine Damen und Herren, und ich bin dann mal ganz kurz weg. Ne, hau mal kurz den Pausenstream rein. Bis gleich. I
aber das ist natürlich... Ja, so aus rechtlichen Gründen, ihr seid wieder live on air, weil die 5 Minuten um sind. Naja. Ne? Wie gesagt, ich sag das immer gerne, ne? Ja, also. Mal gucken, ob wir auf Kupus Ähnliches erwarten. Rookie, der Stream wird doch gespeichert, oder? Der Stream wird gespeichert, ja. Auf YouTube, auf Twitch wird alles gespeichert. Oder habe ich ja da um viel zu anzugucken. Aber das, ist, das andere CW wird auch in so einem Stream stattfinden, oder? Welches andere CW? Nachher, denke ich. Ja, das wird gleich hier im Anschluss. Also die Jungs von DHAG warten schon drauf, ne? Also... Wie viel hast du das? Eigentlich ist der Stream, der CW um 19 Uhr. Ist, ja, dann alles gut. Ordentliche Planung, 17:30 und 19 Uhr. Also an sich, also man sagt ja wirklich immer, 1,5 Stunden reichen ja, ne? Aber es ging ja schon los, ich sag mal jetzt, ne, 15 Minuten bevor CW-Start war, ne? Also. Ja, das ist meine Schuld, tut mir immer leid. Ne, aber. Das, also wie gesagt, ne, also DHAG, ne? Hate-Briefe auf jeden Fall Richtung Dommel. Ja, ich bin nach Hause gekommen, auf einmal kam ich da 6 Einladungen, so Alter, ich bin nicht mehr da. Ja, wenn man sowas hier startet, ne? Camillo, G2 wird gleich Dings da, ne? Sieger 2-0, die führen 2-0 und die haben 4-2 gerade auf Grenze. Die 2? Ja. Aber war auch so ein bisschen. Ja, alles klar, Dommel. Ciao, ciao. Aber ich möchte mal wissen, Alter, was G2 bezahlt hat, damit sie die Panther Squad kriegen, ey. Safe 1 Million, obwohl nein. Das ist ja, ich weiß auch gar nicht, was das hier, was da für Preise, sage ich mal, über den Tisch immer gehen, ne? Für die Spieler, sage ich mal, monatlich. Ja, die Spieler bekommen aber nicht so viel, weil die Organisation alles bekommen. Ja, du musst aber, ey, warte mal, die Spieler kriegen auch schon genug, da brauchst du keine Angst haben, ne? Weil du willst ja die Spieler auch glücklich machen, ne? Ja, okay, dafür, dass die nur zocken, ist ja schon viel. Ja, ich weiß nicht, also ich weiß ja hier zum Beispiel bei Orklis, da war doch mal darüber geredet, über 3000 Euro und so alles monatlich, ne? Nur damit sie da spielen halt für eine Organisation. Jo, Rookie, dann würde ich sagen, starte das Spiel. Oh, ich sehe gerade, ja, Clubhouse ist auch drin. Ja, dann viel Spaß, ne? Jo. Bis später. Ja, meine Damen und Herren, es geht hier Schlag auf Schlag weiter. Alle haben sie ihre Regeln gesetzt. 3, 2, 1. Oh, Moment. Ich schaue nochmal ganz kurz nach. Ja, Clubhouse ist richtig. 3, 2, 1. Let's get ready to rumble. Zweite Map in diesem CW-Clubhouse. Erste Map Grenze ging natürlich an Army of Temper. Wir sind gespannt, wie NoAim das jetzt hier auf jeden Fall richten wird. Also es, wie gesagt, also Jungs, DHG eSports, es tut mir wirklich leid, dass das jetzt hier gerade irgendwie so ein bisschen, also ich muss definitiv 2 Stunden auf jeden Fall einplanen halt zwischen den CWs, das ist einfach so. Ne, das Ding ist einfach, gestern habe ich schon übelst verkackt, ne, jetzt heute hier verkacke ich auch, aber ich glaube, DHG wird es mir ein bisschen nicht so übel nehmen, sie werden auch ein bisschen warten, hoffentlich, ne, weil sie wollen ja auch gestreamt werden, sie wollen ja gucken, wie es geht, aber ich weiß ja nicht, wie das mit dem gegnerischen Team ist von Hades. Wir schauen jetzt einfach mal, da wird jetzt erstmal, wer wird denn da jetzt gepickt? Oh, der Blitz geht wieder raus, okay. Und jetzt verlässt mich mein Stift. Ja, komm schon, Blitz. Ja, Blitz. Ja. Oi, mir ist jetzt warm. Oh Mann, ich hätte es nicht trinken dürfen. Das geht jetzt gerade 1:1 wieder raus, ey. Oh, egal. Ich konnte einen rauchen, habe was getrunken. Meine Stimme ist auch wieder da. Ihr seid da, ihr seid nicht alle weggegangen. Und Svenny, sorry, dass jetzt hier mein Bot gerade irgendwie dich gerade gelöscht hat. Aber du hast gerade zu oft zu schnell hintereinander was geschrieben. So, dann gucken wir mal. Was ist denn jetzt der zweite Operator, der gepickt wird hier im Angriff? IQ, okay. Das ist natürlich auch selten, dass die IQ gebannt wird, ne? Aber natürlich haben sie sich jetzt vielleicht was dabei gedacht wegen dem Puls, damit der Puls halt ganz entspannt arbeiten kann. da wollen sie jetzt Classic Mellow aber ein bisschen ärgern, haben sie Bennett einfach rausgenommen. Aber nicht schlecht, ne? Also da haben sie gesagt, nee, du Classic Mellow, diesmal kriegst du nicht den Bandit. Und die Valkyrie, alter Schwede. Also das sieht man ja auch selten. IQ, Bandit und Valkyrie. Na gut. Dann packe ich mal mein Büchlein wieder weg. Ich hoffe, ich brauche das Büchlein nicht, ne? Weil wegen Rehorstone hast du nicht gesehen. Jetzt kommt natürlich erstmal die Operator-Auswahl. So. Oh Mann. Jetzt habe ich gerade geguckt, aber nee, ist alles richtig eingestellt. Orange greift jetzt an. Weil das wäre jetzt natürlich, weil das ist ja auch, Clubhouse ist ja natürlich auch die Map von Army of Temper. Da habe ich jetzt gerade überlegt, oh Mann, ey, nicht, dass ich jetzt was gerade falsch eingestellt habe. Weil das, ich sag mal so, passiert mir häufigst.
Ne? Also wer hier auf jeden Fall mal meine Streams des Weiteren so verfolgt, der weiß, dass ich jetzt bei Einstellungen und Rehost und so all leicht verkacke. Domme bekommt eine Nachricht. Richtig so, Svenny. Ne, wie gesagt, also ich hoffe, ihr wartet. Ne? Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Weil man muss ja nicht zu lange warten, weil morgen ist ja auch schon wieder Montag, ne? Und einige wollen natürlich, sage ich mal, wieder früh raus oder müssen auch früh raus, ne? Auf geht's. 203k pro Spieler. Angreifer, den Biogefahrgut. Meinst du Timex? 200, 300.000 pro Spieler? Achso, du meinst jetzt die Ablöse, meinst du jetzt, ne? Ja, ja, also davon kannst du ausgehen, ne? Also. Ah, also wie gesagt, das sind also Beträge, sag ich mal ganz ehrlich jetzt, ne? Also wo man im E-Sport richtig übelst Geld verdienen kann. Und das ist natürlich auch so eine Sache. Und ich sag's euch so, wie es ist, ne? Wenn man sich jetzt mal überlegt, dass jetzt Rainbow seit 3 Jahren erst ist, ne? Und wie weit Rainbow jetzt schon ist im E-Sports. Ne? Überlegt euch mal jetzt einfach mal ganz blöd gesprochen 5 Jahre weiter, ne? Denn das ist absolut Hammer. Also wie gesagt, Rainbow ist das Nonplusultra halt der Spiele, ne? Was jetzt den E-Sport angeht, ne? Also sprich jetzt im Ego-Shooter-Bereich, ne? Jetzt, also jetzt hier nicht LOL und so alles, ne? Und wenn ich mir das jetzt gerade anschaue, ihr Rekrut macht hier gerade mal schön die Zweierwand auf im Strip. Versucht da mal ein bisschen was abzuaimen. Wir können ja mal reingehen. Ne, aber er geht wieder weg. Das sah ihm so aus, als wenn er versucht, da irgendwie da was zu holen, aber er bleibt erstmal defensiv. Aber so wie es aussah gerade, ist Rogue Agent Force Strip und wer ist denn da noch? Synetic Force Strip. Ah, und das ist natürlich hier oben, ist natürlich auch jetzt ein gern genommener Spot auf Clubhouse, meine Damen und Herren. Schlafzimmer, früher, ich sag mal, bevor die Map, ich sag mal, neu designt wurde, war das ein Spot, den keiner gespielt hat. Aber hier mittlerweile ist das ein gern gesehener Spot hier. Ne, wenn man sich das anschaut, die Jungs, die sind alle oben noch Money Room und Baustelle. Im Bereich direkt drinne ist eigentlich nur Camillo. Ne, Rekrut steht immer noch unten und Rogue Agent konnte den Opening Frag machen und ein wichtiger Opening Frag. Vigil wurde rausgenommen. Classic Mello konnte jetzt erstmal nicht weiterspielen. Er sitzt jetzt hier erstmal eiskalt auf der Ersatzbank. Und das war auf jeden Fall ein Frag, der sehr wichtig war, meine Damen und Herren. Alle Leute sind jetzt erstmal hier oben auf dem Dach. Ne, Kalon aimt da auf jeden Fall erstmal schön Hallway ab. Könnte aber an sich eigentlich, nee, er könnte nicht droppen, weil ich sehe gerade die Mira, glaube ich, ja. Mira steht auf jeden Fall da oben Bargeld rum. Nee, wer war denn da? Ah, The Trap mit Legion. Er wartet einfach, bis Kalon droppt. Und wenn Kalon jetzt mit der Ash droppen tut, ist er tot. Weil es hat keiner das Logistikbüro gedroht. Ah, da versucht er auf jeden Fall. Da hat er jetzt gerade die Stun gefressen. Muss jetzt aufpassen. Und da droppt die Ash. Und natürlich, The Trap hat es geschafft. Er konnte die Ash in Church schießen. Ne, Brother Real hat natürlich doch den letzten Kill angesetzt und hat Kalon rausgenommen. Aber das ist halt Tag Team. Und somit haben wir die 4-4-Situation wiederhergestellt, meine Damen und Herren. Aber die Hibana ist One-Shot. Die Hibana ist One-Shot. Aber Proteus konnte Camillo rausnehmen. The Trap konnte aber Proteus den Refrag ziehen. Aber Synetic ist da und setzt den Refrag an und nimmt The Trap raus. Und somit haben wir jetzt eine 2-3-Situation. Synetic hat einfach abgeaimt. Aber Brother Real hat das bessere Aim und setzt den Heady an. Sehr stark gemacht und 2-2-Situation wiederhergestellt. Noch 29 Sekunden zu spielen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also das bin... Nee. Also das... Wie gesagt, also sie sind nicht im Bereich drinne. Der Anruf kommt von Mutti. Rogue Agent muss jetzt langsam rein in den Bereich. Domme ist drin im Bereich. Oh, das C4 kommt. Sehr stark gemacht von Brother Real. Konnte Domme rausnehmen. Und Brother Real versucht dann noch was zu machen. Rogue Agent ist da. Rogue Agent ist da. Und nimmt Brother Real raus. Und Rekrut kann die Runde für No Aim noch entscheiden. Er hatte noch gerade so das Aim gehabt. Und somit geht die erste Verteidigerrunde an No Aim, meine Damen und Herren. Ah, ich sehe gerade, dann machen wir gleich Map-Bann und warten, alles klar. Auch Hades ist sogar hier im Stream drin. Also, wie gesagt, Leute, schön, dass ihr wartet. Ne, falls es doch zu lange dauert, dann sage ich einfach mal Entschuldigung, das war jetzt wirklich Planung meinerseits, das ging voll in die Buchs.
Muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen. Ne? Ich dachte, anderthalb Stunden reichen, ne, für zwei Maps. Aber das ging natürlich voll in die Buchse. Ne? Gestern hatte ich auch schon das Problem gehabt. Ne? So, Mann. Wie gesagt, es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid. Ne, ich bin hier gerade so ein bisschen am Schwitzen jetzt hier. Ne, jetzt kommt natürlich für die Pickphase wieder diese obligatorische. Aber diesmal ging die Pickphase auch schnell vorbei. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ne, dann schauen wir das doch einfach mal an. Was haben wir denn hier auf Angreiferseite? Da haben wir Rogue Agent auf dem Jackal. Dann haben wir Synetic auf der Sophie. Kalon wieder aus seiner Ash. Proteus hat wieder die Hibana und Domme ist auf der Doggeby unterwegs. Auf Seiten der Verteidiger. Brother Real auf dem Vigil. The Trap auf dem Legion. Classic Mellow auf der Alibi. Weil, wie gesagt, die Jungs einfach mal von Army of Temper gesagt haben, Classic Mellow, du kriegst den Bandit nicht nochmal. Die MP7 ging uns so auf den Sack mit dir, also leck uns. Dann haben wir noch Rekrut auf dem Jäger und last but not least Camillo wieder aus seiner Echo. Diesmal wird unten verteidigt. Drei Leute sind unten. Nein, vier Leute sind unten. Vier? Eins, zwei, drei. Ah, sie sind auf jeden Fall ein bisschen unterwegs, aber sie... Also zwei Leute sind oben, so wie es ausschaut. Ja, und drei Leute sind unten. Rekrut versucht wieder Richtung Strip alles zu halten. Wurde aber ausgedroht. Muss natürlich erstmal wieder ein bisschen verschieben. Geht jetzt auch Richtung Bar und versucht da erstmal ein bisschen Stress zu machen. Aber da hinten kommt keiner über Zwinger-Garage. Also sie versuchen auf jeden Fall über Strip was zu machen. So nötig ist Strip hinten. Ah, Proteus ist auf jeden Fall schon mal Kühlhaus. Ah, wollte er gerade den Drop aufmachen. Nee, jetzt droht er erstmal aus. Und der Heartbreacher ist auf jeden Fall unterwegs. Oh ja, yeah, Kalon ist oben auf jeden Fall im Money Room unterwegs. Könnte sehr interessant werden gleich. Könnte sehr interessant werden, weil der Vigil gleich um die Ecke kommt. Aber Vigil geht wieder zurück. Da hat der Brother Real richtig Glück gehabt. Als wenn er es wusste, dass jetzt auf jeden Fall die Ash in einem Money Room ist. Oh, Kalon versucht ihn zu holen. Er läuft ihm langsam, aber sicher hinterher. Und jetzt schauen wir einfach mal, was mit Vigil ist. Vigil steht auf jeden Fall bei den Middle Stairs. Also das könnte auf jeden Fall interessant werden jetzt. Zwischen Vigil und Ash, meine Damen und Herren. Kalon ist jetzt nähe Middle Stairs. Also ihr müsst ihn eigentlich langsam sehen. Synetic ist auf jeden Fall noch unterwegs. Droht jetzt erstmal. Jetzt bin ich mal gespannt. Vigil ist Middle Stairs. Ash aimt die Middle Stairs ab. Er müsste ihn eigentlich gleich sehen. Da sieht er ihn. Und da verrät er sich, und veraimt. Er veraimt, meine Damen und Herren. Er versucht jetzt noch die Push anzusetzen. Lädt dabei nach. Muss jetzt aber aufpassen. Synetic ist da, konnte auch noch ein paar Hits setzen. Und jetzt ist Vigil absolut One-Shot. Konnte aber noch das C4 zünden. Aber er hat ihn nicht erreicht. Er hat ihn damit nicht erreicht, meine Damen und Herren. Da hat auf jeden Fall Brother Real richtig Glück gehabt, dass er Kalon nicht das richtige Aim hat und Synetic ihn auch nicht ordentlich aimen konnte. Aber Domme konnte Classic Mellow rausnehmen. Und das wird jetzt Classic Mellow ein bisschen ärgern. Das war jetzt die zweite Runde, wo er der Opening Fragger ist. Und das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Opening Frag. Wenn man den Classic Mellow auf jeden Fall... Ich sag mal, unter Kontrolle bringt, hat man auch schon fast die Map gewonnen. Es ist einfach so, dieser Classic Mellow hatte vorhin 16 Kills gehabt. Und das ist natürlich was richtig Ekelerregendes. Jetzt wurde auch erstmal was aus... Und jetzt gucken wir, Classic... Ja, Camillo ist auf jeden Fall absolut One-Shot. Er muss auch aufpassen. Und Proteus ist da in der Brother Real raus. Und somit haben wir jetzt nur noch drei Verteidiger. In der Zeit, wo ich sage, konnte Domme noch den Rekrut rausnehmen. Und Kalon hat Camillo rausgenommen. Last Man Standing. The Trap muss es richten, läuft aber in die Arme von Synetic. Sehr starke Angriffsrunde auf jeden Fall von Army of Temper. Und ich sehe gerade, meine Damen und Herren, dass gerade mein Stream eingehangen ist. Keine Sorge, geht gleich weiter. Ah! Ich muss hier kurz was ändern. Ah, das ärgert mich hier gerade, was hier gerade ein bisschen so abgeht. So, jetzt sollte es alles wieder hier ein bisschen laufen. So, jetzt läuft der Stream wieder. Also wie gesagt, bleibt dran, meine Damen und Herren, bleibt dran. Der Stream läuft weiter. Warum jetzt gerade mein Stream gerade kurz aufgehangen ist bei OBS, kein Plan. Ach, das ärgert mich jetzt gerade. Ich hoffe, ich habe es rechtzeitig mitgekriegt. Ja, der Stream ist stehen geblieben. Ja, es tut mir wirklich leid, meine Damen und Herren. Ah, ich weiß nicht, woran es liegt, aber manchmal spinnt einfach OBS bei mir. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ob es an der Soundkarte, ja, nee, ist klar. Ob es an der Karte, ob der an der Grafikkarte liegt oder ob es an dem Programm direkt liegt, ich weiß es nicht. Ja, es geht auf jeden Fall weiter. Ich habe es hoffentlich rechtzeitig gemerkt. Echt schönes Loch, ja.
Hab Standbild. Ja, Leute, es tut mir leid. Standbild ist gleich vorbei. Es ist gleich vorbei. Ah. Ja, Leash. Also ihr seht gerade von The Trap, wie er da steht und einfach das Loch abaimt. Ne? Also wundert euch nicht. Ah, das ärgert mich jetzt natürlich ein bisschen, Alter. Ich hoffe, ich habe es richtig mitbekommen. Ja. Komm schon. Also das ärgert mich richtig, ne? Also ich habe jetzt gerade ein paar ordentliche Zuschauer und die schauen sich jetzt gerade alle das Spannbild an. Ach. Na, das Commentary reicht, ja, danke. Also wie gesagt, das ist ja, haben ja auch schon einige gesagt, dass ich halt wie ein Fußballkommentator alles kommentiere, dass man manchmal auch das Bild gar nicht sehen braucht. Ne, ich werde mal ganz kurz mal meine Seite refreshen. Ne, an sich sollte das Bild auch weiterlaufen. Ich gucke mal. Da. Oh nein, Alter, wann hab ich das denn mitgekriegt, Alter? Das läuft ja immer noch. Haltet durch, meine Damen und Herren, haltet durch. Ne, wir schauen uns hier gerade an, wie Brother Real hier jetzt gerade erstmal ein bisschen aufzieht. Wir können ja mal gucken, was jetzt hier auch von der Overview aus ausgeht. Vier Leute sind unten. Wer ist denn oben unterwegs? Da gehen wir einfach mal gucken. So. Ich muss immer schmunzeln. Ich muss immer... Ey Leute, das ist echt, also... Das ist echt nett, dass ihr das immer so schreibt. Hier schön spannend mit dem Loch im Bild. Ne? Das war eine Szene, also so spannend. Ja, wie gesagt, Leute, es geht auf jeden Fall weiter. Ich habe es noch mitgekriegt. Ich hoffe, ich habe es rechtzeitig mitgekriegt. Ne? Ich sag mal, die Nachrichten über WhatsApp kommen jetzt gerade rein hier, dass jetzt gerade das Chill-Bild steht. Ah. Oh, da kommt Rekrut, aber Proteus ist da. Er holt ihn mit der Sekundärwaffe. Sehr stark gemacht, auf jeden Fall von der Hibana. Meine Fresse, sehr stark gemacht. Also da hat er auf jeden Fall... Und Brother Real konnte auf jeden Fall die C4 ansetzen und Proteus rausnehmen. Schöner Refrag auf jeden Fall. Ja, das ist die zweite Map. Augen zu und einfach vorstellen. Kaelon ist auf jeden Fall oben schon im Wachraum drin. Hat jetzt seine Pose gerade verraten. Ja, und jetzt seht ihr aber auf jeden Fall, dass das gerade weitergeht, das Bild. Ne? Also wie gesagt, es tut mir wirklich leid. Also manchmal ist das so, ich lasse auf jeden Fall alles schon mal so ein bisschen nebenbei laufen, dass ich da rechtzeitig auf jeden Fall da eingreifen kann. Ach, jetzt bin ich auch wieder am Schwitzen. Und schön gemacht von Dominik. Dominik konnte Classic Mellow rausnehmen. Und hier auf der Map Clubhouse kommt der Classic Mellow ganz und gar nicht ins Spiel rein. Ne, wir haben jetzt nur noch 3 Verteidiger gegen 4 Angreifer. Das sieht richtig gut gerade aus für Army of Temper. Aber die Echo-Drohne holt jetzt erstmal die Ashen bis hin jetzt gerade am Rande des Wahnsinns. Oder treibt die jetzt erstmal am Rande des Wahnsinns, muss man dazu sagen. Ne, Synthetic ist jetzt gerade am Ausdrohen. Rogue Agent ist jetzt auf dem Mittelstairs, der ist ganz unten. Könnte also gleich Kontakt haben. Ah, Synthetic, da kommt er. Und da kann er sich auf jeden Fall die Echo holen. Das wäre jetzt ein wichtiger Frag. Sehr stark gemacht von Rogue Agent. Konnte Camillo rausnehmen. Und die Echo ist raus damit. Aber Brother Real kommt einfach eiskalt um die Ecke mit dem Puls und der Schrotze. Und holt ihn sich. Macht auf jeden Fall erstmal eine Wish in Richtung Blue Stairs. Muss jetzt aber erstmal nachladen. Das war auf jeden Fall ein wichtiger Refrag. Jetzt ist er drinnen. Kann er sich auf jeden Fall noch einen holen? Ja, er holt sich Kaelon. Und kann er den Double Kill ansetzen? Er kann den Double Kill ansetzen und den Domme raus. Sehr stark gemacht auf jeden Fall von Brother Real. Holla die Waldfee, meine Damen und Herren. Das war gerade eine Verteidigerrunde. Gott sei Dank läuft das Bild auf jeden Fall. Wie früher. Also wie gesagt, meine Damen und Herren, es tut mir wirklich leid, dass gerade das Bild halt, sag ich mal, über eine Minute gefreezed ist. Ne, das ist wirklich nicht meine Absicht. Deswegen versuche ich auch wie ein Fußballkommentator immer zu reden. Schön schnell einfach und einfach die ganzen Aktionen, damit, wenn sowas passiert, damit ihr auch gleich Bescheid wisst, woran ihr seid. Ne, und es gab auch schon, ich sag mal jetzt ganz ehrlich jetzt, diverse Leute, die geschrieben haben, dass sich das richtig geil angehört hat, wenn man einfach nur den Kommentator zuhört und nicht das Bild sieht. Muss ich auch gestehen, ne? Also es ist wirklich so wie beim Fußball jetzt, ne? Wenn man, sag ich mal, Auto fährt und Radio hört hier, ne? Dass jetzt gerade so Fußballspiel läuft. So, dann gehen wir jetzt mal hier wieder rein, hier voll ins Geschehen rein, meine Damen und Herren. Oh. Also gut, dass mir das noch rechtzeitig aufgefallen ist. Und danke, 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 dass ihr auf jeden Fall im Stream geblieben seid. Na, dann gucken wir doch mal. Wurde wieder zugemauert? Ja, das ist klar. Was für ein Loch nur passiert. Finden es raus in der nächsten Folge. Oh, honest. Ja, geil, Alter, das ist geil. Ja, hartes Team Pressure, Abend.
Ne, wie gesagt, Hades, ne, und ihr seid hier nach auf jeden Fall gleich dran, ne? Keine Sorge. Nicht vergessen, ich habe bloß leider Gottes mit meiner Planung etwas geschludert, sag ich mal. Ne, wir schauen uns jetzt einfach mal die Angreifer an. Da haben wir Synetic wieder auf der Sophie. Kalon ist wieder auf der Ashe unterwegs. Protoss auf der Hibana. Domme auf der Twitch. Und last but not least, der Termite wird von Rogue Agent gespielt. Auf Seiten der Verteidiger. Da haben wir Brother Real auf der Mira. The Trap auf dem Legion. Classic Mellow, der eigentlich hier überhaupt nicht ins Spiel kommt, der arme Kerl. Hat auch 0 Kills. Ne, und hat sich gedacht, wisst ihr was, Leute? Ich bleibe jetzt einfach mal eiskalt in Room. Und hat sich den Doc genommen. Rekrut ist wieder auf dem Jäger unterwegs. Ist ganz unten. Also das ist auf jeden Fall interessant. Also wenn jetzt einer irgendwie versucht, von unten zu pushen. Aber es versucht keiner. Weil das macht man manchmal auch gerne, dass man einfach von unten hochpusht. Und Classic Mellow konnte auf jeden Fall den Domme rausnehmen. Oh, Menschenskinder, was hat der Domme da gemacht? Menschenskinder, Classic Mellow ist doch ein Stellungsspieler gerade gewesen mit dem Doc. Wie kann er denn da einen killen? Wir haben gerade mal 40 Sekunden gespielt gehabt. Stark gemacht. Und wir bleiben mal auf Classic Mellow drauf, weil er ist jetzt gerade im Fitnessraum drin. Er aimt das Fenster ab, also er könnte dann auch gleich wieder Kontakt haben. Ne, aber Classic Mellow ist auf jeden Fall gerade so ein bisschen angepisst, ne? Also die ersten, ich sag mal jetzt, die ersten beiden Runden wurde er immer als Opening Frag, Alter, missbraucht, sag ich mal. Ne? Oh, da muss er jetzt aber, wer ist das denn mit der Hibana los? Da springt die Hibana einfach vors Fenster und Classic Mellow holt sich einfach mal den Heartbreacher und das war's für Protoss. Somit haben wir jetzt nur 3 Angreifer gegen 5 Verteidiger, meine Damen und Herren. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also das sieht hier richtig gut gerade aus für No Aim. Und wenn man sich jetzt das mal überlegt, ne, Army of Temper hat die Map-Grenze gerade mit 6-4 gewonnen. Wenn jetzt No Aim diese Map gewinnen sollte, sehen wir die Decider-Map Villa. Kotz. Also jetzt, ich sag mal jetzt zum Spielen vielleicht geil. Oh, da könnte er gleich. Oh, das ist doch wohl, Alter, absolut Wahnsinn. Classic Mellow, da hat er Rogue Agent rausgenommen. Brother Real konnte C4 Kill ansetzen und hat die Kalon rausgenommen. Und Classic Mellow hat sich auf jeden Fall für die ersten beiden Runden gerecht und hat einfach mal 3 Leute gekillt in der Runde hier. Sehr stark. Und somit haben wir jetzt Last Man Standing, meine Damen und Herren. Jetzt muss es Synetic richten. Clutch or Kick. Da hat er auf jeden Fall das Beste. Da hat er das gute Aim. Ah nein, da kommt er nicht. Er muss jetzt auf jeden Fall verschieben. Er hat noch 48 Sekunden Zeit jetzt. 1 versus 5. Er muss auf jeden Fall was machen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie Synetic das machen wird. Und der Doc springt wieder raus. Und Synetic hat nicht das Aim, meine Damen und Herren. Er hat nicht das Aim und Classic Mellow macht den 4K in der Runde. Und das ist natürlich richtig, richtig brutal. Wenn man Classic Mellow nicht gleich am Anfang des Spiels rausnimmt, dann macht der Mann einfach mal 4 Kills in einer Runde. Und das ist doch wohl echt extrem. Meine Fresse. Also da müssen die Jungs jetzt auch von Army of Temper gucken, also dass sie den immer gleich rausnehmen. Und wenn man sich überlegt, dass jetzt Classic Mellow mit Doc gespielt hat, einen, ich sag mal, Stellungsoperator, ne, und er macht trotzdem das 4K, also, ich sag mal so, ich zieh meinen imaginären Hut vor dir, Digga. Chapeau. So, dann gucken wir doch mal, was haben wir denn hier so mal? Ja, Sprout. Mein, was? Habinchen? Tommy, mein Pony? Okay. Ach du, ach ihr, Menschenskinder, ich lese gerade, ich denke jetzt hier gerade, ihr schreibt gerade was über den Stream, aber ihr habt euch gerade im Stream gefunden und sagt, Mensch, ja, schön, lange nichts mehr gehört voneinander, ey, cool, dass du Leute hebst, ey, Digga, geil. Da, guck mal, Protoss, Leute, also ich sag mal so, Protoss, ne, dickes GG von meiner Seite aus, Elite-Skin von Zetcher, ich hab ihn auch, mein Freund, ich hab ihn auch. So, dann schauen wir mal. Wir gehen jetzt einfach mal die Angreifer wieder durch. Da haben wir Rogue Agent wieder auf dem Termite. Synetic hat diesmal die Hibana ausgepackt. Kalon ist wieder auf seiner Ashe unterwegs. Protoss auf dem Setcher und der Domme, ich glaube, das ist der Teamleiter, ist auf der Twitch unterwegs. Auf Seiten der Verteidiger. Brother Real auf der Mira. The Trap auf dem Legion. Und Classic Mellow, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Alter, ich glaube, die hat einen Red Bull zu viel getrunken heute, ist auf dem Dock unterwegs. Ne, Rekrut auf dem Jäger und last but not least kam Milo auf dem Kessel. Und wenn man sich das überlegt, ne, eine Runde hat er jetzt erst gespielt, ne, zweimal war er der Opening Fracker und macht in dieser einen Runde 4 Kills. Ja, leck's mir am Ohr, Digga.
So, dann bin ich mal gespannt, ob er jetzt einfach mal eiskalt. Er will doch nicht. Er will doch nicht, er will doch nicht, er will doch nicht. Ne? Also ich bleibe jetzt mal drauf auf Classic Mello. Also wenn er da jetzt auf jeden Fall einen Spawn-Pick macht, dann breche ich ins Essen, meine Damen und Herren. Oh, da hat er sich so früh, da hat er sich verraten. Da hat er sich einfach verraten. Da ist er richtig fickrig geworden, der Classic Mello. Hätte er jetzt noch 2 Sekunden einfach mal sich zurückgehalten, hätte er, glaube ich, was erreichen können. Und ich muss zum Glück nicht ins Essen pressen. Aber sie müssen ihn noch rausholen. Sie müssen ihn da unten im Strip rausholen. Also er wird jetzt auch ausgedroht. Ja, und holt mal eiskalt. Also was ist das denn, Alter? Der hat ja einen Drohnen-Aimer vom Feinsten hier. Aber wenn man sich das anschaut, er ist alleine im Strip. Und sie versuchen, ihn da jetzt irgendwie rauszuholen. Da geht es jetzt mal los. Termite macht jetzt einfach mal die Zweierwand Strip auf. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also er könnte sich jetzt gleich den Termite... Er sieht den Termite, aber er setzt ihn nicht an. Er kann ihn nur One-Shot schießen. Und Termite ist fickrig und da kommt Rogue Agent um die Ecke und stirbt. Aber Domme ist da und macht den Refrag und konnte Classic Mello rausnehmen. Aber Classic Mello hat noch einen Kill gesetzt und hat den Heartbreacher rausgenommen. Und das war ein wichtiger Kill gerade. Das war ein wichtiger, wichtiger Kill. Ne, jetzt haben sie nur noch die Hibana, meine Damen und Herren. Aber natürlich im Gegenzug muss man dazu sagen, Domme hat auch einen wichtigen Kill gemacht, hat den Classic Mello rausgenommen. Und somit können sie jetzt, glaube ich, wieder etwas besser aufatmen, sage ich mal. Ne, Kalo mit seiner Ash ist jetzt mal oben, Hallway Richtung Schlafzimmer. Ne, Synetic schaut erstmal nach unten, hat sich ein bisschen die Decke aufgemacht. Ist jetzt auch schon an der Baustelle drinne. Kann jetzt erstmal über den Drop erstmal up-aim. Und wenn er so ein Stück nach links geaimt hätte, er sieht ihn nicht. Er sieht ihn nicht, aber Brother Real sieht ihn. Und Brother Real kommt einfach mal mit der Mira um die Ecke und holt ihn sich. Sehr stark gemacht. Und somit haben wir jetzt nur noch 2 Angreifer gegen 4 Verteidiger. Und wenn man sich das überlegt, das ist die Map von Army of Temper, meine Damen und Herren. Das ist die Map vom Army of Temper. Und No Aim spielt hier gerade richtig überragend. Also sie können hier eine Dev-Runde nach der anderen für sich entscheiden. Gut, also bis auf eine Runde jetzt, ne? Man muss dazu sagen, eine Runde haben jetzt gerade Army of Temper gewonnen. Ne, aber da kommt die Twitch. Da kommt die Twitch einfach um die Ecke und wird von Recruit eiskalt abgeaimt. Und somit haben wir jetzt Last Man Standing. Kalon muss es jetzt mit der Ash richten. Wenn jetzt nämlich die Jungs von No Aim diese Runde gewinnen, haben sie erstmal 3 Runden Zeit, um auf Matchball zu kommen oder auf CB-Ball. Und Recruit ist da, macht den Double Kill und nimmt Kalon raus. Sehr starke Runde auf jeden Fall von No Aim. Und somit geht No Aim 4-1 in Führung. Jetzt ist natürlich Seitenwechsel. Jetzt hat natürlich Army of Temper die Möglichkeit zu zeigen, was sie jetzt in der Verteidigung bringen. Ja, und natürlich im Gegenzug muss jetzt No Aim schauen, was sie im Angriff bringen. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, jetzt, ich glaube, Classic Mello ist jetzt richtig froh, dass jetzt erstmal Angriff ist und dass er erstmal richtig befreit spielen kann. Und ich bin mal gespannt. Also es ist jetzt wirklich, also wenn No Aim jetzt noch eine Runde gewinnt, sind sie im Matchball. Und dann ist für Army of Temper richtig, 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 richtig eklig. Weil dann müssen sie 4-mal den Matchball abwehren. Aber wir gucken erstmal, was jetzt abgeht. Ne? Also ich will jetzt hier noch keine Prognosen stellen. Ich will jetzt hier auch keine Ach, ihr wisst, was ich meine, Leute. Schaut einfach zu. Jetzt haben wir erstmal noch diese hässliche Pickphase. Ne, wenn ihr bei mir im Stream seid, Leute, ne, und ihr habt eure Operator, macht gleich die Häkchen. Ne? Setzt gleich die Häkchen, damit diese räudige Pickphase einfach schnell vorbeigeht. Diese 25 Sekunden fühlen sich wirklich für mich als Streamer an wie gefühlt 5 Minuten. Ich versuche hier einfach mal irgendwie die Zeit zu überbrücken, laber hier gerade extrem dünnes. Ne? Jetzt müsste ich hier eigentlich bloß noch meine Sozialversicherungsnummer durchgeben, damit ich irgendwas sage. So, aber jetzt können wir einfach mal wieder hier aufs Spiel konzentrieren. Wir gehen einfach mal die Angreifer durch. Da haben wir Brother Real auf der Sophie. The Trap auf der Twitch. Classic Mello auf der Hibana. Recruit auf dem Jackal. Und last but not least Camilla auf dem Termine. Auf Seiten der Verteidiger. Rogue Agent auf dem Puls. Synetic auf dem Jäger. Kalon auf dem Vigil. Proteus auf dem Maestro mit der Alda. Ich habe keinen Bock nachzuladen. 81 Schuss im Magazin. Denn last but not least, der Domme ist auf dem Legion unterwegs. Und ich habe gerade gesehen, warte mal, wer war das? Ja, das war der Puls, glaube ich, der Puls war das, ja. Ach so, er hatte bloß ja gerade, damit sie da nicht ordentlich anlegen können. Ah, okay. Na, dann schauen wir einfach mal. 4 Leute sind unten. Wo haben wir den Witchel?
Witchel ist oben im Logistikbüro und macht da erstmal die Decke auf. Okay. Das habe ich jetzt auch noch so noch nicht gesehen. Ich muss mal draufbleiben und gucken. Was sieht er denn da? Ist das etwa Hallway Kitchen? Also das ist ja nur wirklich richtig ärgerlich, also räudig. Das habe ich jetzt auch nicht gewonnen. Ich sag mal ganz ehrlich, also ich bin seit Beta bin ich bei Rainbow. Oh, da könnte Synetik eigentlich nicht den Termite holen, aber er guckt nicht richtig, meine Damen und Herren. Und Termite kann man ganz entspannt erstmal aufmachen. So, Rekrut hat erstmal aus, den Synetik ausgedroht. Und da läuft die Bahne einfach unten lang und Kalon hat nicht die Reaktion. Kalon hat nicht die Reaktion, meine Damen und Herren. Und da hat wirklich die Hibana richtig Glück gehabt. Also wenn ich mir das hier so alles gerade so anschaue. Und die Sophie ist oben, aber sie kriegt das nicht mit. Aber Brother Real konnte Synetik noch rausnehmen. Aber der Refrag ist da von Kalon und konnte Brother Real rausnehmen. Die 4-4-Situation ist wiederhergestellt. Oh, da muss jetzt aber aufpassen. Da wird er gerade abgeämmt vom Termite. Muss jetzt auch verschieben. Und da wird er auf jeden Fall gejagt. Aber Kalon ist jetzt gerade irgendwie in der Bredouille. Wird ausgedroht. Jekyll trackt ihn jetzt auch. Das sieht jetzt richtig übelst aus, gerade für Kalon. Sensor aktiviert. Ah, oh, da könnte der C4-Kill kam schon. Oh, da muss Kalon aufpassen. Das ist absolut One-Shot. Muss ich jetzt erstmal Richtung Logistikbüro komplett zurückziehen. Da wird er von drei Seiten wird er eingenommen. Sehr stark gemacht auf jeden Fall von No Aim. Sehr stark gemacht, muss man wirklich so sagen. Ne? Also an sich, sie können den Witcher liegen lassen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sie es wissen, dass er Inshirt geschossen ist. Jetzt wissen sie es definitiv. Ne? The Trap gönnt sich einfach mal den Kill. Aber das hat jetzt sehr viel Zeit gekostet, nochmal, sag ich mal, extra 10 Sekunden jetzt, um den Witcher rauszuholen. Aber sie haben jetzt nur noch drei Verteidiger vor sich. Oh, da kam gerade irgendwie übel so ein kleines C4 raus. Ah, Rekrut sieht da auf jeden Fall unten im Clubhaus was. Und Proteus ist da und nimmt Camillo raus. Rekrut konnte aber den Legion nehmen. Und Proteus macht den Double Kill einfach mal mit der Alda. Und nimmt den Trap raus. Und somit haben wir die 3-2-Situation wiederhergestellt. Das ist jetzt natürlich richtig ärgerlich, dass der Maestro gerade mit 2 Kills gemacht hat. Rekrut ist auf jeden Fall unten im Clubhaus drin. Er weiß, dass da hinten einer ist. Aber er weiß nicht, dass links von ihnen auch einer ist. Muss jetzt aufpassen. Wurde auch ausgedroht. Setzt auf jeden Fall die Heartbreach an, Clubraum. Will sich jetzt erstmal eine Wishen machen Richtung Blue. Und er ist einfach mal in der Haustechnikraum drin. Verschiebt jetzt auch wieder Richtung Clubhaus zurück. Also ich weiß jetzt nicht, was er vorhat. Er weiß aber, dass der Legion da an der Ecke ist. Er weiß es, meine Damen und Herren. Also wenn er jetzt um die Ecke kommt, es sind nur noch 6 Sekunden. Classic Melle konnte Protoss rausnehmen. Aber Legion weiß es auf jeden Fall. Und er hat das Aim. Rekrut nimmt Domme raus. Rogue Agent konnte Classic Melle rausnehmen. Rogue Agent ist da. Macht den Double Kill und nimmt Rekrut raus. Sehr starke Verteidigerrunde von Army of Temper. Und somit steht es jetzt 4-2, meine Damen und Herren. Also, ich sag mal so, es ist alles wieder offen. Die letzte Map auf Grenze 6-4 für Army of Temper. So, ich habe gerade mal geschaut hier, was gerade auf WhatsApp geht, ne? Also nicht wundern, meine Damen und Herren. Weil ich kriege hier manchmal auch so Nachrichten, ne? Und dann gucke ich immer zwischendurch hier wegen Stream und. Also wenn ich mal nichts sage, genießt einfach die Ruhe. Nein, Spaß, Alter. Natürlich rede ich jetzt hier, Mensch, jetzt Kinder, das kann doch wohl nicht wahr sein. Noch 3 Sekunden. Jetzt kommt natürlich wieder diese ekelerregende Pickphase. Aber es sieht so aus, als wenn alle mich irgendwie mal gehört haben. Häkchen. Ach, Proteus. Proteus guckt den Stream nicht. Er weiß es nicht. Setz das verkackte Häkchen, mein Freund. Oder musst du da jetzt, sag ich mal, noch irgendwie noch eine Tarnung auf deinen Alter rufmachen? Ich sag mal jetzt hier LMG jetzt mit Diamanttarnung oder was? Er lässt die Zeit verstreichen. 11 Sekunden vor nothing, meine Damen und Herren. 11 Sekunden vor nothing. Die Angreifer müssen den wir schauen nochmal an, was jetzt hier bei den Angreifern gerade abgeht. Und ich sehe da auch schon eine kleine Veränderung. Also der Camillo ist wieder auf dem Termite unterwegs. Rekrut hat auch den Jekyll. Classic Mello ist wieder auf der Hibana unterwegs. The Trap ist auf der Twitch. Und Brother Real hat diesmal den Fuse. Also da bin ich mal gespannt. Den Fuse. Nicht mit Schild, sondern mit der AK. Dann gehen wir einfach mal auf Seiten der Verteidiger. Da haben wir den Domme auf dem Legion. Proteus auf dem Maestro. Kalon auf dem Vigil. Synetic auf dem Jäger. Und last but not least, the Rogue Agent auf dem Echo. Wir schauen mal, was in der Overview ist. Und ich sehe gerade, alle sind im oberen Stockwerk, meine Damen und Herren.
Oh, Camilla hat hier auf jeden Fall schon mal im Serverraum eine Drohne platziert. Kann also ansagen, falls irgendeiner verschieben sollte Richtung Garage. Also müsste jetzt eigentlich gleich ein Push Richtung Garage kommen. Aber ich und meine Prognosen, Zwinger ist kein einziger Pupser. So, dann schauen wir doch einfach mal, wie es hier aussieht. Ah, unten wird erstmal schon schön klassisch ausgedrohnt. Aber es sind alle oben und das müsste eigentlich gleich müssten das die Jungs von No Aim wissen. Oh, Classic Mellow ist auf jeden Fall schon mal richtig schön am Fitnessraumfenster. Macht da auch das Fenster auf. Money Room dürfte keiner sein. Die Drohne ist da, aber da verschiebt einer, glaube ich, Richtung Money Room. Nein, da verschiebt keiner. Classic Mellow versucht da immer noch abzuaimen. Aber da kommt keiner. Und er ist jetzt im Fitnessraum drin, meine Damen und Herren. Ah, da kann sich auch das erste Evil Eye schnappen. Und macht jetzt erstmal die Doppelwand bei der Toilette auf. Das ist natürlich richtig gut jetzt. Diese Doppelwand aufzumachen, das ist jetzt wichtig. Weil so kann man jetzt schön reinaimen von außerhalb. Die Angreifer haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Witchell ist Half-Life geschossen schon. Oh, da könnte er auf jeden Fall die Rotate jetzt verhindern. Macht jetzt auch das Fenster auf beim Schlafzimmer. Also Classic Bello macht hier wirklich alles. Er leistet hier Arbeit noch und nöcher, meine Damen und Herren. Muss jetzt aber ein bisschen aufpassen, weil man hinten an der Baustelle auch einer drin steht und im Server Garage ist einer. Und ich weiß nicht, ob der Caller kommt. Also er muss wirklich aufpassen. Er macht jetzt langsam hier alles zu viel auf. Und da hat er auch den Call gekriegt, weil Jekyll jetzt gerade den getrackt hat. Also Classic Mello sollte sich da zurückziehen. Definitiv. Also er steht da gerade sehr, sehr ungünstig. Muss jetzt aufpassen, weil Domme da ist und Domme setzt den Heady an. Sehr stark gemacht vom Legion. Muss jetzt aber aufpassen, hat jetzt gerade ein paar Hits gefressen. Und Camillo ist da und konnte Kalon rausnehmen. Somit haben wir die 4-4-Situation wieder hergestellt. Brother Real kann up-aimen, setzt den Heady nicht an, aber Recruit ist da und kann Proteus rausnehmen. Somit haben wir jetzt nur noch 3 Verteidiger gegen 4 Angreifer. Aber The Trap ist auf jeden Fall schon Logistikbüro. Recruit ist jetzt in Middle Stairs. Ist jetzt auf jeden Fall schon mal richtig nah dran, ne? Muss jetzt aber aufpassen, weil jetzt bei der Toilette noch einer steht. Und die Echo läuft jetzt rein. Die Echo läuft jetzt in die Toilette rein und kann jetzt gleich geholt werden von Recruit. Schöner Heady gewesen von Recruit. Kann Rogue Agent rausnehmen. Macht sich da erstmal eine Vision Richtung Schlafzimmer. The Trap nimmt auf jeden Fall schon mal ein. Sehr stark und es ist keiner da. Camillo ist zwar jetzt in-shirt geschossen worden. Und sie wissen nicht, was sie machen soll. The Trap weiß nicht, was er machen soll. Aber die Jungs von Army of Tampa sind nicht rechtzeitig drinne. Was ging denn gerade hier ab? Es lebten noch 2 von Army of Tampa, aber sie haben sich nicht getraut, in den Bereich reinzugehen. Und somit ist No Aim das erste Mal im Matchball. Jetzt hat es Army of Tampa richtig schwer. Sie müssen jetzt 3-mal den Matchball abwehren, meine Damen und Herren. Sollten sie es nicht schaffen, kriegen wir die Decider Map Villa. Und da bin ich mal gespannt. Also da muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen, da ist wirklich so, da muss ich mit Kompass arbeiten. Da weiß ich die Calls nicht, da weiß ich die Räume nicht. Ich glaube, bei Villa gibt es gefühlt 100 Räume, wo man jeden Namen wissen muss als Streamer. Aber ich habe mich wirklich noch nicht darauf vorbereitet, diese Map zu streamen. Also verzeiht mir, falls die Map jetzt gleich kommen sollte, dass ich wirklich, ich sag mal so, wie Patrick Star in seinen besten Zeiten bei SpongeBob. Ich bin mal gespannt. So. Ah, guck mal, das sieht doch mal so richtig schön aus, ne? No Aim hat alle Häkchen gesetzt, alles super. Aber Proteus, ich glaube, Proteus möchte mich ärgern. Ich weiß, Proteus, du guckst den Stream. Ich weiß es einfach. Danke. Ah. Ne, weil wenn alle Häkchen gesetzt sind, ist diese Pickphase auch vorbei. Die Angreifer müssen den Biogefahrgutbehälter los. So, dann schauen wir uns doch einfach mal an, wie es denn aussieht bei den Angreifern. Camillo auf dem Termite, Recruit auf dem Jekyll, Classic Mellow auf der Hibana, The Trap auf der Twitch und last but not least, Brother Real auf dem Bug. Ist das jetzt die Kombi, die den Matchball durchbringen wird? Ja oder nein? Wir lassen uns überraschen. Dann haben wir auf Seiten der Verteidiger Domme auf dem Legion, Proteus auf dem Castle, Kalon auf dem Vigil und Zenetic auf dem Jäger. Und last but not least, Rogue Agent, das erste Mal mit Mute, meine Damen und Herren. Also die Army of Tempo Jungs haben jetzt die Schnauze voll von den ganzen scheiß Drohnen jetzt hier von den No-Aims. Jetzt bin ich mal gespannt. Kann No-Aim 3-mal den Matchball abwehren? Army of Tempo 3-mal den Matchball abwehren oder kann No-Aim ihren Matchball durchbringen? Die Angreifer müssen den
Also es sieht wirklich danach aus, als wenn No Aim die Map Clubhouse gewinnen sollte. Ich sage sollte, nicht wird, ne? Nicht, dass es nachher heißt hier, der Streamer, der Verkackte, ist parteiisch, ne? Und wenn ich mir das anschaue, Synetik ist da unten. Oh, da muss ich mal gleich mal drauf gehen. Weil das Ding ist einfach, da wird nämlich vom Jackal ausgedroht. Aber wie eiskalt ist das denn? Brother Real ist da im Hallway, setzt den Eddie an und Rekrut konnte Kalon gleich rausnehmen. Sehr stark gemacht. Wir haben noch nicht mal 30 Sekunden gespielt und es sind schon 2 von Army of Temper gefallen. Sehr stark gemacht von den Jungs von No Aim. Sehr starke Drohnenphase auf jeden Fall. Das sieht richtig gut jetzt aus für No Aim. Also sie wollen auf jeden Fall diese Map für sich entscheiden und das ist hier die Map von Army of Temper. Brother Real hat hier zu viel RTL geschaut hier, Tine Wittler, schöner Wohn, ne, macht hier die ganzen Decken auf. Oh, da bin ich mal gespannt, da bin ich jetzt mal gespannt, ob die Nate durchkommt. Nein, da hat er aber so ein Sutt gehabt gerade. Muss jetzt aufpassen, steht jetzt aber da oben. Oha, jetzt hat er sich verraten. Kann er das hier ansetzen? Nein, er kann nicht ansetzen. Oh, D-Nate, da bin ich gespannt. D-Nate kommt. Sehr starke Macht, Mensch, jetzt Kinder. Oh, Domme ist damit Geschichte. Somit haben wir jetzt nur noch 2 Leute, die verteidigen. Und Brother Real wechselt erstmal auf die Schrotze, Alter, vom Bug. Aber da ist Rogue Agent, konnte Rekrut rausnehmen. Proteus konnte aber Brother Real rausnehmen. Camillo hat aber aufgepasst, nimmt den Proteus raus. Pusht jetzt rein und macht den Double Kill und macht den Matchball, meine Damen und Herren. No Aim hat Clubhouse gewonnen mit 6:2. Somit steht es 1:1 nach Map. Wir sehen wirklich die Map Villa. Keiner will diese Map spielen, keiner will diese Map streamen. Aber wir werden es machen. No Aim freut sich, Army of Temper freut sich, ich freue mich am meisten. Das ist doch wohl jetzt hammerhart. Also wir sehen wirklich hier die dritte Map. Sehr stark gemacht gerade von No Aim. Also da haben sie jetzt wirklich gerade Leistung gezeigt. Jetzt bin ich mal gespannt. Also ich gehe mal ganz kurz nochmal rein, ne, und frage mal nach, wie es denn aussieht, ob sie nochmal eine klitzekleine Pinkelpause brauchen. Ich werde die Jungs jetzt mal kurz reden lassen, weil ich habe nämlich allein. Ich muss mal kurz was trinken. Also das ging gerade ab hier. GG, Leute, Alter, das ist echt krass. Naja. Jo, oh, okay, GG. GG, schön gespielt. Ja, 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 ja. Ebenso. Gerne wieder. Steht es nicht 1-1? Nein. Hä? Nein. Hä? Max gewonnen gerade. Doch. Hallo? Ich nehme alles zurück, was ich gerade im Stream gesagt habe. GG meinerseits an NoAim. Oh mein Gott, wie komme ich jetzt auf 1-1? Alter, hallo, Schwede. Anzeige ist raus, Ruby. Ist aber wirklich so, ne? Also, da könnte man sehen. Nee, 1-1. Wir spielen so, wie es jetzt gerade aussieht. So 2-5. Ja, genau, 2-5. Komm, kommt euch rüber noch. Ach, du Scheiße. Ja. Ülala, sag ich mal. Ülala. Da habe ich jetzt ja richtig gerade irgendwie mal ins Fettnäpfchen gehauen, ne? Würde ich mal jetzt sagen. Ein bisschen. Alter, ich stand mit Twitch einfach noch am Spawn, ey. Am Ende. Ja. Aber wie.